ein Diffuse-Kit, aber ich würde das jetzt nicht an Schärfen geben, wenn es nicht notwendig ist. Aha. Das kann immer daneben gehen, ne? Ja. Dann geht es niemals gut, wenn der Sani entschärft, oder? Das ist prinzipiell immer dumm. Okay, aber ich stop. Bin ja gut im Rad. So, mal kurz scannen durch Facebook die Stadt. Und der Sani. Sunny ist Jolly, glaube ich. Miami ist ebenfalls ein voller Sunny. So, wir sind jetzt kurz vorm Stadteingang von Galati. Zur Information, befinden uns ab jetzt im Terroristengebiet. Wenn ich sag absetzen, das heißt denn sofort immer Rundumsicherung vom Infanterieteam rund um den Panzer. Bewaffneter Zivilist. Copy, kommt aus der Stadt raus. Unter dem T-Shirt hat er bestimmt hoffentlich nichts versteckt. 250 Meter. Sieht mir nach C4 aus. Ganz viel C4 als gut. Nein, nicht. Soll ich ihn präventiv? Nein, kein Präventiv. Wir wollen ja die Bevölkerung nicht komplett gegen uns bringen. Was ich sagen wollte, wenn ich sage absitzen, denn einmal Rundumsicherung mit ja, ein bisschen Abstand zu uns, damit wir uns im Notfall drehen und bewegen können. Also so 2-3 Meter mindestens Abstand zum Fahrzeug, wenn er absetzt. Okay, ansonsten weiter vorwärts fahren. Verstanden. Okay, also das Bodenteam sichert so, dass jeder seine Nummer mal 60 Grad sichert, okay? Geschwindigkeit. Hier eine Geschwindigkeitsanzeige, machen wir mal 50, okay. Wenn das geht. So schnell. Oh, stopp, warte. Ah, ne, passt, passt. Ich habe gedacht, da liegt was, ist nicht. Kann's weiter. Mach 30. Nix? 60 Grad? Ja. Nach welcher Richtung sicherst du? Nix? Warten. Ich hab eine Thermalsignatur auf 100. Nach welche? Bis 120. 120, genau. Wo siehst du die? Top auf Junior 30 Grad. Ja, 300 Meter. War jetzt gerade Häuschen davor. Okay, langsam weiter. Ja, ja. Fahrzeug voraus. Ja, ich seh's. Weiterfahren, ist halt so ein kleiner Unimog. Das Fahrzeug ist kalt. Ja. Hier sind Dutzende Zivilisten, also. Stopp, 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 zurück, 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 zurück. IED. Genau vorm Stoppschild. Das war naja, ja. War das mit dem MG? Nein, ich war es nicht. Okay, dann ist die gerade gezündet. Das war knapp. Okay, wir sind gerade einem kleinen Anschlag. Da läuft einer. Der hat ja, lasse, die hat keine Waffe. Guck mal einmal rundherum, ob hier irgendwer kommt, der gucken will, ob uns was getroffen hat. Guck, ob er ein Handy hat. Können wir mal den vorne befragen gehen, der sieht aus, als möchte uns was erzählen. Ja, dann fahren wir erstmal vor zur Kreuzung, bevor wir da um die Ecke kommen und da die steht Infanterie noch. Jetzt lieber rausschicken, ja, wenn warte eine mal. Idee ist. Okay, vorsichtig, vorsichtig, nicht überfahren. Ich sehe stopp. Nicht. Okay, Infanterie absetzen. Infanterie absetzen und Personen. Okay, guck mal, ob ihr die Personen vor uns befragen könnt. Einer von euch befragt, der Rest sichert rundherum. Wir sichern auch rundherum. Okay, ist eine scheiß Position. Ich befrag den mal hier. Fahrzeug fährt gleich ein Stück zurück, aber erst wenn ich Bescheid sage, ne? Warte, 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 warte. Ja, ich hab hier vor allem null Sicht auf. Wie kann man denn die Leute hier befragen? Einfach befragen. Ah! Ja, vielleicht ist es. Klingt wie Bad Guy. Haben Sie hier irgendwelche Leute im Dorf gesehen, die hier nicht reingehören?
Sorry, den habt ihr zugeschaltet. Das war nicht fair. Okay, Infanterie aufsetzen. Infanterie aufsetzen. Da oben steht auch noch einer Richtung Norden. Wie weit ist der weg? Lasst euch nicht weg. Ungefähr 200 Meter weg. Lasst euch nicht zu sehr weglocken hier. Ja, jetzt läuft er gerade weg. Okay, hat sich erledigt. Lass ihn laufen. Okay, dann wieder aufsitzen. Muss mal kurz wieder Orientierung holen hier. Vielleicht sollte man den nicht mit der Waffe im Anschlag befragen. Das würde mir auch Angst machen. Gut, ich würde dann vielleicht, wenn ich mir eine Waffe ins Gesicht ziehe, nicht wegrennen. Ja, man weiß aber nie so ganz genau, ne? Ihr könnt ja einen nervösen Zeigefinger haben, aber... Nö, die sitzen ja, die können sich ja nur untereinander unterhalten über... Also die hören sich ja. Seid doch froh, dass sie Deutsch sprechen. Jo, das stimmt. Weil so ein bisschen hier durch die Stadt durchpatrouillieren sollte man schon mal, oder der Patrouillenbefehl mit einmal durchfahren erfüllt. Ah, naja, stimmt eigentlich auch, ne? Nochmals, wenn wir draußen sind und Befehle kommen vom Fahrzeug, müssen entweder Kanal 2 oder alle auf 3 umschalten. Ach Quatsch, ja stimmt. Ja, habe ich total vergessen. Wenn wir das nächste Mal hier in der Stadt draußen sind und ihr absetzt, dann schalten wir alle über Numblock 3 auf Short Range 3, damit wir uns alle hören. Geht besser. Ich habe das gerade mitgekriegt. Ich habe bei dir außen nicht mehr gehört. Okay. Kommandant, hast du das mitgekriegt, was der gesagt hat da draußen? Negativ. In Abdera gibt es einen, der besser Bescheid weiß als der, den ich gerade befragt habe. Abdera ist zufällig... Ist der nächste. Genau, ist der nächste Punkt. Okay, wir machen jetzt aber eins. Die Stadt hier patrouillieren wir nochmal durch, abgesetzt. Sobald wir durch die Stadt durch sind, setzen wir wieder auf. Damit wir es hier nochmal üben können, falls hier noch nicht heiß hergeht. Fahrzeug in der Mitte. Zwei Personen von der Infanterie immer ein bisschen voraus, damit ihr vor uns schon um die Ecken schauen könnt. Und, weiß nicht, seid ihr sechs oder fünf? Wir sind sechs. Okay, zwei hinten, immer so ein bisschen mit Abstand zu uns, damit ihr hinter uns ein bisschen gucken könnt. Zwei vor uns, die ein bisschen vorne links und rechts gucken können und zwei immer ungefähr auf unserer Höhe. Alles klar. Also Max und Styx läuft mit mir vorne, Dragonfly mit Doc hinten, Junior läuft links und Jolly läuft rechts. Okay, dann jetzt alle auf Short Range 3. Dann gehen wir mal raus und schalten direkt um auf 3. Funkcheck auf Channel 3. 5-5. Ja, ja, mir. Habt ihr mich verstanden? Yep, copy. Jo. Alles klar, wir gehen jetzt die Straße hier rechts hoch. Da geht's weiter zu Punkt Bravo. Auf der Kreuzung selber aufpassen, dass der Panzer ein bisschen Manövrierplatz hat, um dort zu drehen. Wir gucken, dass wir immer parallel hier hochgehen, ja? Fahrer, kannst jetzt ein Stückchen nach vorne und auf der... Nein, wir haben noch einen Schützen direkt vor der Nase. Ups. Genau, vor uns ist noch wer? Ja, ich weiß nicht, wer es ist. Und das saß, es ist dann Frage über Kanal 3 auf 3. Doc Bockwurst? Wollt mal euren MG-Schützen weg. Doc Bockwurst, ein bisschen nach vorne, wenn wir drehen, bist du platt. Okay. Jetzt sieht's gut aus. So, jetzt langsam vor auf die Kreuzung fahren, in die Mitte von der Straße und dann platzieren wir uns mal dazwischen und dann schauen wir mal. Bodenteam schön am Rand von den Häusern bleiben. Rechts drehen. Ja, nach rechts. Ja, nach rechts, Entschuldigung. Bodenteam, wenn wir denn zwischen euch sind, müsst ihr euch nochmal kurz organisieren. Irgendwie sind zwei auf der linken Seite und vier auf der rechten Seite. Da ist einer zu viel. Ah, das ist gut. Ich sagte, wenn wir zwischen euch stehen. Okay, aber jetzt passt es. Alles klar.
Copy. Zwischen den vorderen und den hinteren, macht mal mindestens 5 Meter Platz zwischen euch, zwischen dem vorderen und dem hinteren von euch, dass ihr nicht zu sehr auf dem Haufen steht. Dass wirklich immer, wer vor uns ist, wer auf unserer Höhe und wer hinter uns. Und dann Schrittgeschwindigkeit, alle vorwärts. Okay, siehst du uns eigentlich, Kommandant? Ich sehe euch ganz gut. Okay, halte Stücks, wir gehen vor. Kannst du hier irgendwie Tempomat einstellen bei der Büchse? Ja, ich habe jetzt Joystick 5 km/h. 4 leicht. Ich glaube, 5 km/h ist für die Jungs immer noch zu schnell. Ich glaube, weniger als 5 geht nicht. Nee, 5 ist okay, das kriegen die hin. Wir bewegen uns mit 5 km/h. Immer der Hauptstraße folgen. Hab ich gehört, Stix. Person auf 333. Ja, hier stehen viele Zivilisten rum, da hinten steht auch einer. Ja, Zivilisten sind schön und gut, davon sind bestimmt ziemlich viele hier. Meldet mal die, die sich auffällig bewegen oder die eine Waffe haben. Sonst melden wir uns hier zu Tode, ist halt eine Stadt. Wenn ich sehe, dass einer eine Waffe hat, darf ich dann gleich feuern oder nur melden? Wenn ihr Bewaffnete seht, solange wie die Waffe unten haben, melden, solange wie sie nicht aggressiv sind, sobald sie die Waffe hochnehmen oder auf uns zielen, sofort Feuererlaubnis erteilt. Junior, du musst ein bisschen weiter hinten laufen. Bewaffnete Person 200 Meter auf 346 Grad. Ja. 200, nochmal, mach mal nochmal über Funk. Bewaffnete Person 200 Meter auf 346 Grad. Beschuss ist Feuer. Feuer öffnen. Mit MG. Keine Sicht. Ist quasi hinter dem Newspaper den Berg hoch, an dem Häuschen dort oben. Nicht, er rollt sich immer weg. Ja, warte, er kommt näher. Lass mal. Ich halte ihn ja nur in Deckung. Ja. An welchem Häuschen ist der? Oben ist ein Haus mit 2 Fenstern. Es ist quasi, wenn dir... Ja, fast Richtung Norden. Quasi den Panzer verlängern über das Newspaper-Gebäude dahinter. Einer von uns ist down. Okay, einer ist down. Medic verarzten. Also ich krieg den nicht, der ist da relativ... Position Richtung Osten, die ist nicht mehr gesichert. Kontrahent ist down. So viel Blut, wie da rausspritzte, der ist tot. Moment, ist einer von uns... Ja, einer von uns ist down, ist verletzt. Okay, Leute, Stix, zählt mal durch. Stix ist verletzt, glaube ich. Das war der vorne links, der ist down an der Mauer, an der Ecke. Okay, ich gehe noch. Muss man noch rauswerfen? Okay, ich habe den Angreifer da oben erwischt. Angreifer oben ist erledigt. Ein Medic zu Stix. Ein Medic zu Stix, der Panzer ein Stückchen weiter nach vorne. Und das Bodenteam rundum Sicherung um den Rest, der da noch da ist von uns. Fahrzeug noch ein bisschen weiter nach vorn. Die 5 machen wir kurz Schießübungen. Zielübungen. Okay, stopp, hier bleibt der Panzer. Jetzt kann sich das andere Team drumherum bewegen. Okay, dann das Team, wie besprochen, die Richtungen sichern. Gator? Ja. Wenn du das nächste Mal auf deinen Kontakt hast, bewaffnet, musst du es über Funk melden. Ja, genau. Okay, die übernehmen dann die daneben mit. Also solange wie wir hier quasi im Stadtkampf sind, da ist alles so dicht, dann sagen wir alles über Short Range. Und wenn wir wieder weiter weg sind oder wenn wir nur für uns hier im Fahrzeug sind, dann reicht es, wenn wir hier drinnen sabbeln. Ja, ich hab's auch vergessen. Signatur gesehen und gesehen, dass der bewaffnet ist und dann ging's halt relativ schnell, dass die Jungs schon geschossen wurden. Das ging echt fix. Ja, der hat sich da schön hinter dieser Mauer ja. genistet gehabt. Ich hab's echt schwer gehabt, den zu erwischen. Ich hab's gedacht.
den Schützen konnten wir. Ich denke mal auch. Der hat sich ja, da hat ziemlich sich gut immer bewegt. Brav weggerollt, immer schön in Deckung geblieben und weggerollt nach links, nach rechts. Ja. Der Schütze könnte der Chef gewesen sein. Das der ist Chef durchaus das möglich. Also so habe ich die KI noch nie sich abrollen sehen, nach links und rechts. Bodenteam, wer deckt denn dort nach Osten? Ich sehe zwei, die Richtung genau, Süden die Straße runter decken. Wir sollten auf jeden Fall dieses Gehöft da oben dann mal untersuchen. Wiederholen. Jo, hab ich gehört. Also Deckungsbereiche wie besprochen übernehmen. Richtung Osten sichert jemand da. Ah ja. Denkt dran, im Notfall ein bisschen Platz, um den Panzer zu lassen. Vor allen Dingen nach hinten in der Stadt hier. Nicht, dass wir immer kurz einen Satz nach vorne oder hinten machen müssen. Neben uns geht aber auch ein bisschen Abstand. Da, ich habe mal den Punkt eingezeichnet, wo der war. Ja, Copy sehe ich. Da sollten wir auf jeden Fall überprüfen. Na, wir fahren da ja sowieso quasi so halb lang. Richtig, und dann ja, stechen wir nochmal kurz zurück und clearen. Wer weiß, was wir da noch finden. Vielleicht gibt es da Dokumente oder irgendwas. Man Dokumente, weiß es nicht. Weitere Terroristen. Was meinst du, Charlie? Ja, wenn er braucht. Ich glaube, ich nehme immer das Morphium zum Patienten. Du musst nicht funken. Hör dich so. Ghost Bear for... Quatsch, Papa Bear for Ghost 1. Papa Bear. Wir haben an Checkpoint Alpha leichten Widerstand in einer IED. IED hat uns nicht getroffen. Wir haben hier oben ein Gehöft. Woraus wir beschossen wurden, das werden wir noch aufdecken. Ansonsten wurde uns mitgeteilt, als wir hier Bewohner befragt haben, dass in Abdera wahrscheinlich Näheres oder weitere Personen sind, die über diese IED-Sprengfallen in Galati Bescheid wissen. Ghost 1, Ende. Papa Bär verstanden. Führen Sie fort. End. Copy, Roger und out. Ja. Hast du den Papa Bär jetzt auf Lautsprecher gestellt? Nee, hatte ich nicht. Hast du es gehört? Ja, dann könnte man nämlich mithören. Also als Fahrer habe ich es gehört, aber der hat es ja nicht gehört. Warte mal, wie war denn das jetzt mit SRG und P? Nee. Dann musst du irgendwo... Ah, ich muss ja noch das Fahrzeug-Dings hier, Set aktiv, das den Fahrzeugfunk machen. Ja, okay, alles klar. Copy. So, jetzt müsste hier irgendwo noch Lautsprecher sein. Hey, was machen wir? Wir sollten mal weiter. Ich schlafe hier wohl. Okay, seid ihr fertig hier mit der Behandlung? Ja. Ah, muss ich wissen, denn wenn alles behandelt, dann aufsitzen und dann geht's weiter. Oh nein, wieder in die Büchse. Ja, nicht weit, wir nehmen uns das Gehöft da oben noch vor, gucken, ob da noch weiteres zu finden ist, vielleicht irgendwelche Dokumente oder ähnliches und dann geht's weiter zu Bravo. Da wird's interessanter, keine Angst. Theoretisch. Hätte sie jetzt auch mal diese Viertelmeile den Berg hochscheuchen können, wenn sie schon so... Ja. Anastasis. Ja? Okay, Team ist an Bord. Ja, ich habe den Speaker gefunden, angemacht. Copy, denn Fahrer weiter vorwärts fahren. Scotty, hast du meine Nachricht nicht bekommen, dass ich Einsatz 3 gemeldet habe? Ich hatte nochmal... Nee, hab ich nicht gehört. Als ich wiederholen gesagt hatte, da hab ich Max nochmal gehört, was zu sagen, aber dich hatte ich nicht gehört. Nee, okay. War ziemlich leise wahrscheinlich, denn keine Ahnung. Ich denke, du hast Funk gemacht. Ja, also ich hab dich... Müssen wir nachher nochmal ausprobieren.
wir clearen ja oben noch das Gehöft, aber jetzt erstmal weiterfahren. Ja, Fahrer, weiterfahren. Geschwindigkeit. Der rechnet wieder mit Platz. Leute, ich würde mal einen Vorschlag machen. Jo, erzähl. Dass wir nicht auf Schreien stellen. Dann haben wir nämlich viel weniger Gequatsche, jeder im Funk und im Gespräch. Das Geschreie fürs Fahrzeug, ja, Infanterie müsst ihr dann selber entscheiden. Weil im Fahrzeug selber müssen wir uns ein bisschen anbrüllen, sonst müssen wir gegen den Motor anschreien. Ja, okay. Okay, ein bisschen schneller kannst du. Vor allem, Max, wenn ihr draußen mehr schreit, dann müsst ihr weniger funken, wenn wir es nicht hören müssen. Okay, stopp. Stopp. Ist jetzt der Feldweg zu. So, genau, jetzt hier links harten Einschlag, Feldweg hoch. Wir clearen noch oben das Gehöft. Da setzen wir den Bodentrupp nochmal ab, der kann da nochmal gucken gehen. Also, wenn wir das Gehöft clearen, müssen wir die Gewehre auf Dauerfeuer okay, stellen, stopp, ne? Stopp, stopp. Infanterie absetzen, Infanterie voraus, Fahrzeug geht mit 10 Meter hinter euch hinterher. Auftrag an Infanterie, Gehöft vor uns clearen. Okay, dann gehen wir raus. Erstmal jeder sein Sicherungsbereich. Junior, nimmst du mal ein bisschen nach hinten mit? Ich muss da vorne, ich muss da vorgehen. Okay. Dann machen wir eine Schützenreihe und gehen zu dem Gehöft vor. Geduckt. Das ist hintereinander, oder? Trotz allem. Position sind. Nochmal an alle, trotzdem aufpassen, dass ihr da nicht Zivilisten erwischt. Die könnten trotzdem auch in dem Gebäude sein. Ja, ist klar. Six Center Max Junior, dann ich. Vorschlag, wir könnten ein bisschen hier den Berg rauf eine Overwatch-Position einnehmen. Wenn wir rechts ein bisschen hier den Berg hochfahren. Ja, aber dann die Kanone, die kann immer schlecht schwenken in bestimmte Bereiche, wenn wir da hoch oder runter fahren. Das, die haben wir erst, wenn wir ganz oben sind und können aber schlecht ganz runter schießen, außer wir gehen wirklich runter und dann zeigen wir uns schon. So, Fahrer mit 10 Meter Abstand dann dem letzten vom Bodenteam folgen. Außer Bodenteam schreit irgendwas anderes. Das sind 6 Bodenteam. Das sind 6 im Bodenteam. Einer ist noch neben uns. Ja, einer ist noch neben uns. Ich bin vorsichtig hier. Ich sehe ihn im Außenspiegel, der ist jetzt an uns vorbei. Ja, ich sehe es. Sag auch links vorbei, könnte ich heute. Ja. Nee, bleib mal hinter denen, nur sicherheitshalber. Haus ist, ist Infanteriesache da vorne, das Einzelne. Kannst du am hintersten sagen, man muss nicht nach hinten sichern, wenn wir dahinter stehen. Ja, wir sichern nach hinten. Also ich guck nach hinten weg. Bodenteam, der Panzer sichert nach hinten weg. Vier. Drei. Willst du noch weiterfahren? Warte mal.
Gunner nach hinten. Team, der Tote liegt hier vorne an der Steinmauer auf der anderen Seite der Straße. Copy. Ja, aber nicht, dass die da jetzt hinlaufen und genau von allen Türen und Fenstern da beschossen werden können. Wir bleiben jetzt hier auf der Position. Ghost 1 bleibt auf Position jetzt. Thermal ist erstmal alles sauber. Kann er sicher mal nach hinten? Nur sicherheitshalber, ich traue dem Frieden nicht. Weil nach vorne hin haben wir jetzt die ganzen Gewehre und wenn wir sagen nach hinten sichern und wenn ich denn was sehe und du musst erst dann langsam rumschwenken, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Im Haus. Soll ich den untersuchen? Du bist doch gar nicht hier. Styx ist doch hier, oder? Ja, ich bin Sonny. Ah, okay. Wenn ihr noch wen habt, der da lebt und den ihr befragen könnt, könnt ihr machen. Aber ja, nicht, nehmt ihm vorher die Waffen ab. Richtung Nordwesten mit Sicherung auf. Warum haben wir plötzlich zwei Tote? Nordwesten Sicherung nicht aufgegeben. Das ist nicht so unbedingt gesagt. Wir haben mit einem schweren MG auf das Haus gefeuert. Wenn da wer drinnen stand. Auf die Steinmauer geschossen. Ich hab's im Haus auch dahinter einschlagen sehen. Das ist durch die Steinmauer zum Teil durchgegangen. Warum wir zwei Tote haben, weil das wahrscheinlich schon ein Zivilistenopfer ist. Das ist möglich. Das werden wir jetzt klären. Aber wer weiß, wer den Zivilisten getötet hat. Doc und Dragonfly. Ja. Schau dir mal hier um das Eck rum und gibt uns Feuerschutz. Wir gehen unten an diese Blechhütte da und durchsuchen die Styx. Kommst du mit? Anastasius, guck du ruhig nach vorne, was das Bodenteam macht. Ja, das mache ich. Hier alles im Überblick nach hinten. Genau, das ist super. Ich guck hier alles nach hinten, nach vorne weg. Und auch den Wachturm da oben und so. Sollen mal die Leute untersuchen, die da liegen? Haben wir jetzt alle. Sicherung nach Nordwesten steht. Okay, Kommandante, hier ist nix. Alles klar, der zweite Tote im Gebäude, war das ein Bewaffneter oder war es ein Zivilist? Das war ein Uniformierter. Okay, also. Also, naht oder nicht? Genau so. Weil uniformiert dürften die nicht sein. Uniform von uns oder Terroristen? Nee, weiß ich, wie sich hier die Terroristen kleiden. Okay, sagen wir mal so, unsere Uniform oder nicht unsere Uniform? Hätte ja auch ein Geisel sein können. Okay, alles klar, hätte ja auch ein Geisel sein können, man weiß es nie. Alles klar, denn... Mal da rein Neugier, wie waren die bewaffnet? Nee, lass mal. Okay, Bodenteam, denn wieder zum Fahrzeug zurück. Das fragen ja schon gar nicht. Dann muss nur Miami drunter leiden. Ja? Bodenteam, wenn ihr dort jetzt alles geklärt habt, nichts mehr zu finden ist, dann zurück zum Fahrzeug und einsteigen. Fahrzeug dreht sich mit dem Hintern zu euch. Fahrzeug bitte einmal umdrehen, damit der Hintern zeigt zum Team. Sagen Sie, sie sollen nicht zu nahe kommen. Ja, ich habe Ihnen gesagt, dass wir uns umdrehen. Auf der Stelle drehen müsste doch eigentlich relativ gut gehen, oder? Nee. Okay. Also nur A. Bist du fertig? Nur A, ja, fertig. Okay, stehen könnt ein. Also nur A und D passiert gar nichts. Okay. Vier im Fahrzeug. Drei im Fahrzeug. Bodenteam komplett im Fahrzeug. Copy, dann geht's jetzt weiter. Fahrer weiter, Hauptstraße geradeaus. Sag mal, Nachbar, hast du leise die Kraft, die ich immer so. Wen meinst du? Ja, der aus der linken Seite, der letzte. Okay, du guckst wieder nach Explosives und ich nach der Mal. Und der sitzt neben mir. Kurz Break, nur damit ich quatschen kann. Papa Bear for Ghost One. Papa Bear. Den Hinterhalt haben wir geklärt. Es befanden sich dort zwei Terroristen, keine weiteren Materialien oder weitere Leute vor Ort. Wir haben ein bisschen weiter im Südwesten einen ehemaligen Militärposten, der scheint verlassen zu sein. Sollen wir den links liegen lassen, unserer Patrouille folgen, oder sollen wir da auch nochmal rein? Negativ, Patrouille folgen.
Das war mal unser Posten, aufgrund von Fahrer langsam. Personalmangel konnten wir den nicht weiter besetzen. Wir hoffen einfach mal, dass der Stopp. Nicht besetzt ist, aber so wie das ausschaut, halten die sich noch ziemlich zurück, die Terroristen. Copy, Ghost One Out. Okay. Was gesehen? Ja, ich dachte erst, war aber nicht. Okay, kannst weiter. Der Posten da oben, das ist ein ehemaliger aufgegebener Posten von uns. Aus Personalmangel sollte eigentlich kein Material und nicht mehr da sein. Ja, wir haben Funk gehört von Schachtelwende. Ah gut, okay, dann habe ich auf Lautsprecher gestellt, das ist gut. Ja, ich habe es jetzt auch gehört. Dann hat es schon mal geklappt. War sehr angenehm, dann mal was zu hören von Papa Bär. Papa Bär. Vorne an dem Felsen da nochmal kurz einen Stopp. Verstanden. Quasi ungefähr auf Höhe von diesem geschlängelten Schild da. Dieses Achtung Serpentin oder so. Verstanden. Du heißt eigentlich einer der jüngsten hier Papa Bär. Wieso, wie alt ist er? Okay, langsam Papa vorwärts. Unser Papa Bär ist 30. Ach Gott. Und ihr wisst schon, dass der Fahrer einer der wenigen ist, der noch keinen Fahrschein hat. Okay. Stopp! Stopp! So, Gunner einmal rundum sichern hier nach vorne. Rundum sichern nach vorne. Ja, rundum sichern, naja, Entschuldigung, nicht sichern, ja, einmal rundum gucken mit Thermalsicht. Thermal, erstmal vor uns nichts, bin jetzt gerade im Heckbereich, also wir sind weit und breit der wärmste Punkt. Okay, dann auf 250 Grad das Haus im Auge behalten, jetzt irgendwas passieren. Es ist noch so ein bisschen von Bäumen verdeckt, auf 250. Mhm. Okay, Fahrer ja, weiter ich vor. Ich sehe den Baum und ich sehe langsam. Das Dach vorliegen. Aber alles kalt, alles kalt. Okay, dann kann er wieder Fahrtrichtung. Geschwindigkeit? Ja, langsam. So wie du jetzt bist, ist okay. Vorne kommt wieder Stadt. Wieder Richtung. Wir sind kurz vor Adbera. Gott sei Dank. Langsam, langsam. Thermal ist jetzt alles ruhig. Und stopp. So. Wir sind jetzt kurz vor Adbera. Das müssen wir wieder mit Infanterie draußen klären. Wir machen aber kurz einmal hier einen Rundumcheck, bevor wir euch rausschmeißen. Leute, ich mach mich mal vom Acker. Alles klar, scheinbar zu langweilig. Ach, garantiert ja, geht's. Garantiert geht's jetzt los. Hier haben wir nämlich den echten, den wir befragen müssen, der wahrscheinlich nicht so einfach redet. Okay, Infanterie absetzen, nicht zu sehen. Jo, Copy. Ghost One für Papa Bear. Der einzige, den ich eigentlich schon erwischt habe. Papa Bear, bitte kommen. Aha, Styx hat uns verlassen. Ja, der Echt? Ist gelangweilt. Zu wenig Action. Wahrscheinlich geht's jetzt gleich echt los. Ja, hoffentlich. Wenn Fahrzeug voraus. Fahrzeug voraus. Da ist einer mit der, Der Militärreform, eine Mütze. Ja, der hat eine Militärmütze zumindest. Okay, Infanterie aussetzen. Unbewaffnet. Infanterie raus und befragen. Infanterie raus und den Zivilisten befragen. Nicht, dass ich Sprengstoffe. Stoppen. Vorm Fahrzeug. User disconnected from your channel. Der darf nicht näher ans Fahrzeug ran. Erst untersuchen und befragen.
zwei Mann das Fahrzeug sichern. Der soll sich mal so positionieren, dass er nicht zwischen mir und dem der Person ist. Unser Fahrzeug oder das andere? Nee, unser, der ihn befragt, dass ich die Person im Ziel behalten kann. Naja, wenn sie unbewaffnet ist, noch kann er sicher schneller reagieren. Aber ich mach das größere Loch in die Person rein. Ich glaube, das weiß der schon. Ja, man sollte sich halt trotzdem nicht so positionieren, dass man zwischen dem Gunner und der Zielperson steht. Warum? Als Gunner musst du ja die Umgebung absuchen und nicht die Zielperson anschauen. Zweimal Bodenteam, Fahrzeug durchsuchen. Aber die Umgebung ansonsten ist so kalt und... Okay, Doc Bockwurst, wollen wir das machen? Welche Sicherungsbereiche gebt ihr auf? Das Fahrzeug. Also, Kommandant! Ja. Ja, verstehe, ich höre. Wir haben hier auf der Karte einen neuen Punkt bekommen. Dort befindet sich wohl ein Terroristencamp. Okay, alles klar. Und der Typ da vor uns? Das war? Genau, im Westen. Der ist gesichert. Beschuss! Wow! Fahrzeug ist explodiert vorne. Das war wohl entweder ein versuchter Selbstmordanschlag oder eine Falle für den. Nee, das war einer, der geflohen ist anscheinend. Und den hat sie jetzt erwischt, aber von irgendwoher wurde der beschossen. In der Nähe der Fahrzeugbombe. Ja, oder Also thermal sehe ich nichts außer... Okay, Umgebung im Auge behalten, Hügel im Auge behalten, Stadt im Auge behalten. Ja, dann finde ich es aber ein bisschen komisch, dass er erst explodiert ist, nachdem er mit uns geredet hat. Eine Thermalsignatur 140 Meter auf 200, auf 324 Grad. Voraus eine Thermalsignatur. 140 Meter, 330 Grad. 40 Meter. Wo? 140 Meter Nordwest. Ist durch Bäume verdeckt, kann ich nicht sehen. Okay, ich gebe mal die Position vom Terroristencamp an Papa Bär weiter. Nur für den Fall der Fälle, dass wir es nicht schaffen. Kopie. Also, was das ist? Ja. Solange wir keinen Befehl bekommen, sollen wir auch gar nicht zum Terroristencamp gehen. Nö, aber ich muss dir die Koordinaten weitergeben. Ja. Wenn uns jetzt irgendwas passiert, dann wissen die ja nichts davon. Papa Bär vor Großwand. Wir haben am Checkpoint Beta einen übergelaufenen Terroristen befragen können. Er hat uns Koordinaten von einem mutmaßlichen Terroristencamp gegeben. Die Koordinaten sind 066 200. Wiederhole 066 200. Nein, der ist bei mir. Unter Arbeit. Schauen Sie da mal nach. Wir werden ein zweites Squad dann zu Charlie schicken. Also da kommen Zivilisten Richtung Norden. Schauen Sie erstmal nach, wie das da aussieht. Geben Sie dann Info, bevor Sie den Angriff beginnen. Roger, verstanden. Der Überläufer hat sich oder wurde in die Luft gesprengt. Der steht für weitere Befragungen nicht mehr zur Verfügung. Ey, die Zivilisten hier draußen benehmen sich echt ulkig. Ich glaube, dass sie nicht fallen, die vergraben auch keine Minen, oder? Okay, Ghost One, Roger, out. 210 Grad ist ein Gebäude. Ich habe mit meinem MG irgendetwas bewegen gesehen. Ich weiß nicht, ob Tourist oder ob Feind, keine Ahnung. Ja, einfach im Auge behalten. Kurz Mitteilung, solches bitte Funk nicht überbelasten, so ein Zeug.
sonst haben wir zu viele Informationen. Ja, also Zivilisten, wenn ihr da... Zivilisten, wenn ihr davon ziemlich viele seht, die Zivilisten sind nett, die mit Waffen sind interessanter. Wir haben auch einen neuen Auftrag, das Camp, was wir gerade erklärt bekommen haben, sollen wir uns mal angucken, bevor wir dort eingreifen oder angreifen, sollen wir uns auf jeden Fall vorher nochmal melden. So lange gucken wir erstmal, dass wir Bravo hier einmal clearen. Zum Clearen wieder ums Fahrzeug drumherum sammeln, wie beim letzten Mal. Wir ziehen dann durch die Stadt. Okay, ich gehe diesmal allein voraus. Junior links, Jolly rechts, Dragonfly und Doc hinten. Lieber einen neben uns und zwei vorne, zwei hinten ist mir lieber. Neben uns ist nicht so schlimm, wenn da nur einer ist. Okay. Okay. Jo, dann Junior, komm vor. Weiter. Okay, wir laufen parallel, ja? Copy, wir führt Geschwindigkeit voraus. Ghost 2 ist unterwegs zu Bravo und wird sie dort ablösen. Ghost 1, verstanden. Wir kriegen gerade eine Ablösung rein. Junior? Die uns hier am Bravo ablösen wird, sobald sie da ist, übernimmt sie und wir übernehmen dann den Touristencamp-Punkt. Was ist mit Charlie? Copy. Charlie wird von Ghost 2 genommen. Genau. Ich denke Bravo hier, ne? Na dann los! Er hat gerade was vom Bravo erzählt und vorhin was vom Charlie. Ich nehme mal an, dass er dann zwei Teams hat. Achso, okay, Charlie aber auch, das habe ich ja, nicht ja, gehört. Ja, ja. Charlie übernimmt wer anders und Bravo jetzt auch, aber wir ziehen erstmal ein Stückchen weiter vor. Ich frage mal nochmal, ob er abwarten soll, bis die hier sind. Ja, fahren wir langsam vor. Ich quatsch mal so lange nochmal mit Papa Bär. Papa Bär, kurze Rückfrage. Und los geht's. Papa Bär für Ghost One, kurze Rückfrage. Papa Bär. Sollen wir in Bravo so lange weiter clearen, bis hier die Ablösung kommt, oder warten oder durchgehen? Negativ. Sie können natürlich durchgehen, in eigener Gefahr. Sie können es auch umgehen und direkt zum Terroristencamp ist es Ihnen überlassen. Bravo kümmert sich schon um Ghost 2 wird sich schon um Bravo kümmern, also es ist nicht zwingend notwendig, hier die Stadt zu clearen. Ghost 1. Roger, Ende verstanden. Okay, stopp. Bravo wird allerdings auch in den nächsten 10 Minuten da sein, 5 Minuten. Stopp und weiter. Stopp. Bravo wird übernommen von Charlie. Ich glaube, wir haben es alle gehört. Achso, okay, auf Lautsprecher war draußen alles hören? Ja, war alles hören. Ah, okay, dann könnt ihr rein und wir kürzen ab drumherum, fahren hier direkt runter, lassen Bravo liegen und fahren hier gerade runter zur Straße und dann weiter vor zum Terroristencamp. Querfeldein. Gott sei Dank. Okay, Infanterieteam wieder einladen. So, links liegen lassen ist natürlich gut. Muss man erstmal gucken, wo wir hier an dieser blöden Mauer vorbeikommen. Müssen wir wahrscheinlich ein Stück zurückfahren. Ja, ja, zurück, wenn alle drin sind, dann fahren wir. Nee, du kannst ja den umdrehen. Wenn alle drin sind, dann fahren wir zurück. Okay, wir steigen ein. Ich meine, im Rückspiel habe ich noch zwei von uns. Achso, okay, alles klar. Bodenteam ist an Bord. Copy, alles klar. So, dann einmal umdrehen. Deine Sessis, ich habe Reifen, kleine Reifen. Ah, okay, das erklärt's. Gut. Und das Gelände rechts könnte ich auch überfahren. Na, gibt das nachher nicht Schaden? Hatten wir doch schon mal, oder? Wir haben ja keine Ketten hier. Guck mal, da vorne hört das Gelände schon auf. Fahr mal vor, bis das Gelände da aufhört. Fährst du da vor und dann an dem Geländer dran vorbei, fahren wir hier rechts runter. Also vorhin bin ich mit 80 durch die Zäune gerast und das Fahrzeug hat keinen Schaden genommen.
War nicht irgendwer verletzt, als er durch den Zaun gefahren ist hier? Ja, ich bin verletzt, war ich als Fahrzeug. Er redet ja auch nur vom Fahrzeug. Okay, denn hier reinfahren, diese kurze, diesen Feldweg oder was das ist. Du siehst den Feldweg? Ja, der ist am, na, ist okay. Passt, die Richtung passt, die Richtung passt. Schön, ja, genau. Jo, hier draußen hat es wenigstens kleine Bomben. Was war das denn? Eine Mine. Okay, stopp, bis weiter rechts. Okay, geradeaus weiter. Auf die Straße, du. Ja, links. Links, 90 Grad. Noch ein Stückchen, stopp. Geradeaus weiter. Felsen. Ah, okay, sehe schon. Ne, ja, fahr mal weiter links, noch weiter links. 90 Grad. Kopf einziehen. Links. Alles klar. Okay, so die Richtung ungefähr beibehalten. Jetzt hier echt querfeld einfahren, ja? 109. Ja, ich will nicht durch die Stadt. Wenn wir die umgehen können, dann fahren wir um die Stadt drumherum hier. Rechts an dem Haus vorbei. Mach rechts dran vorbei und dann gleich wieder links auf die Straße und dann die Straße weiter. Tempo? Fahr mal ungefähr 40. Muss mir noch ein bisschen mal kurz auf die Karte gucken. Also du weißt schon, dass wir jetzt irgendwie genau nach Westen müssen, sonst fahren wir wo komplett anderswo hin. Wir müssen ja erstmal hier ein Stückchen runter und dann geht die Straße ja schon Richtung Westen. Die macht doch. Fahren wir auf der Straße? Ja, gerade fahren wir wieder ein Stückchen Straße. Ich wollte bloß die Stadt umgehen. Das ist alles gewesen. So, jetzt geht's ja Richtung Westen. Kann man sich eigentlich auf der Karte sehen? Nee. Nee, ich sehe uns. Also jetzt im Moment sind wir bei 092. 197. Ja, so ungefähr, wir haben ja jetzt diesen Knick da gehabt. Und jetzt fahren wir einfach erstmal so grob nach dem Westen. Alle, Ghost 2 hat den, die Ortschaft Bravo erreicht. Ghost 1, copy. Ich hatte vorhin mal drei mögliche Positionen eingezeichnet, wo wir die könnten recht dichte sein, wa? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind die signifikant höher gelegen als das Areal, wo die Terroristen vermutet werden. Ja. Soll man nicht querfeld einfahren jetzt? Weil wenn wir die Straße nachfahren, dann fahren wir jetzt einen Mordsumweg noch. Aber da sind wir erstmal schneller. Ich frage mal kurz, wie weit die Eroberung von Charlie ist. Wir sind aber nur schneller, wenn der Fahrer auch schneller Papa fährt. Bär, für Ghost One? Das Problem ist. Papa Bär. Wie sieht's am Checkpoint Charlie aus? Können wir dort durchfahren? Ist dort schon befreit oder sollten wir den umgehen? Checkpoint Charlie ist unbekannt. Ghost 2 will sich darum kümmern. Wenn es für Sie die schnellste Route ist, gehen Sie durch. Aber achten Sie auf Gegner. Da können Sie Gegner sein. Ghost 1, copy. Charlie 1 ist noch nicht befreit. Wir könnten zwar schnell durchfahren und könnten aber Gegner sein. Ich würde sagen, ja, wir haben es gehört. Achso, ja, stimmt. Ich hab dich gelassen. Okay, aber trotzdem schön hier auf IEDs gucken, ne? Man weiß ja nie, ne? Also ich habe Richtung Süden in der Stadt wieder diverse Thermalsignaturen, aber auf die Entfernung kann ich nicht entscheiden, ob Freund oder Feind. Warte mal, hier vorne, da bei dem... Vorne im Schatten rechts ist es. Schatten. Wir kommen ja jetzt schon hart auf Syrta. Schatten ist Schatten, also ich sehe da auch nur Schatten. Ja, fahr mal auf der rechten Seite im Schatten, da ist nur Schatten. Ist nur Schatten, der ist einfach nur ein dunkler Rasen. Bumm. Okay, warte mal, hier auf der Kuppe bleib mal stehen, noch ein Stückchen und stopp. So, und jetzt gucken wir mal hier kurz in der Stadt rein. Da sind Thermalsignaturen, aber ich guck mal, jetzt gucken wir mit der ganz normalen Optik, denn... Ich bin mir nicht sicher, aber auf 100...
auf 700 Meter, 180, 181 Grad, da ist wie so eine Ruine. Da sind zwei Thermalsignaturen, die könnten bewaffnet sein, aber es ist noch etwas große Distanz, um das mit Sicherheit sagen zu können. 180, ja, bei dieser Ruine. Wer schießt? Wir werden beschossen. Stück zurückfahren, Stück zurückfahren, Stück zurückfahren. Ah ja, ich sehe es. Siehst du von wo? Ja. Stehen bleiben. Oh, das ist MG-Beschuss. Ja, jetzt schießt unser MG. Ja, aber ach so. Jetzt hast du ihn so weit zurückgefahren, dass ein Baum vor ist. Jetzt okay, langsam nach vorne, langsam nach vorne. Gut. Stopp. Da ist, ja, genau. Bewaffneter Pickup. Der ist so, jetzt irgendwie verschwunden, ja. Jetzt kommt er wieder, er kommt wieder. Ja. Ein Tactical. Was denn? Halt mal, ich glaube, jetzt hast du den Schützen erwischt. Erwischt. Jetzt ist eine Explosion. Fahrzeug zerstört. Dann kannst du gleich mal Papa Bär melden. Ja, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt sind. Ach so, kurz für Charlie sind wir, ne? Das war Charlie. Ja, naja, vielleicht ist ja, da noch mehr. Bin mir, wie gesagt, bei diesem Gebäude hier, bei diesen zwei Personen echt nicht sicher. Wir sind bei 088189. Ja, das so. sind Bewaffnete, glaube ich, so wie es ausschaut. Ja, das wird Charlie sein, da vorne. Ich sehe es nicht ganz genau, das sieht aber nach Bewaffneten aus und ich glaube, ich habe irgendwo noch was gesehen hier. Warte mal. Vor allem auf Sprengfallen halt achten, ne? Auf, was ist denn das, 187, da sehe ich noch irgendwas. 187? 187 an der Ecke vom Haus, der sieht auch aus, als ob er ein Cappy auf hat. Nee, der ist unbewaffnet, meines Erachtens. Ich sehe von dem. Wenn ich auf Normalsicht gehe. Okay. Auf 186 sehe ich noch eine Thermalsignatur so ein Stück weit vorm Baum hinter der Mauer vorlupen. Kann ich auch nicht einschätzen. Wird. Aber die beiden ja, genau, der Ruine auf 182, die kommen mir höchst suspekt vor. So. Also die sind meines Erachtens bewaffnet. Wir fahren jetzt aber mal einfach. Also geradeaus weiter. Soll ich aber nicht bekämpfen, die beiden. Nö, also wir lassen Charlie weg. Wir lassen Charlie weg. Geradeaus. Wirklich geradeaus. Hier runter, wir lassen Charlie weg. Papa Bear for Ghost One. Papa Bear. Wir umgehen Charlie im Norden, haben noch ein Tactical ausgeschalten, noch vermutlich, ich würde mal sagen, so ein halbes Dutzend Bewaffnete im Stadtgebiet verstreut, aber Tactical ist ausgeschaltet. Verstanden, wir geben das weiter. Okay, und wir fahren jetzt erstmal so grob Richtung Westen weiter hier, mal gucken, wo wir ankommen. Max, was? Das ist hier Schunkelfahrt. Max, du hast so grob unsere Position auf der Karte, ne? Habe ich. Ja, gehört. 082, 186. Alles klar. Wir sind so grob in Richtung, ne? Achso, wir brauchen jetzt fast nur noch diesen Stromleitungen folgen, was nicht ganz so einfach ist, wie ich gerade sehe. Doch, das Ganze. Richtig, wir brauchen nur den Strommasten folgen. Okay, wenn da keine Bäume... Ja, stimmt, da sind keine, relativ wenig Bäume. Dann immer den Stromleitungen folgen. Das sieht gut aus. Kann ich die Stromleitung abnehmen? Mach nicht. Wer weiß, was wir danach ausschalten. Die Touristenzelle. Vielleicht. Ich habe dann keinen Strom mehr, um Videos hochzuladen. Zumindest ist hier querfeldein die Gefahr von irgendwelchen Sprengladungen deutlich geringer, ne? Ja, als auf der Straße, man weiß es immer nicht, ne? Ja, aber hier kann es besser gehen. Außer wenn sie sowieso gerade vorhatten, die Stromversorgung zu sabotieren. Just in dem Moment, wenn wir dran vorbeifahren, ne? Wee! Und dann geben sie da mehr auf die Schulden. Ja. müssen wir hinten schon aufwischen oder geht's euch noch gut?
Das ist auch ein taktischer Albtraum. Es ist zumindest für mich erstmal hier weit und breit nichts zu sehen. Ja. Mal gucken, dort oben, wenn wir dann am nächsten, am übernächsten Strommast sind, dann machen wir mal kurz Overwatch-Stop. Bodenteam noch alles im Magen? Geht so. Ist schlecht. Also okay. Kurze Frage, bekommt ihr es mit, wie es oben drunter geht? Nee, ich gucke auf die Karte. Es geht hier schon, es geht hier schon extrem hoch und runter teilweise. Hier anhalten. Hier anhalten. Nee, machen wir noch einen weiter. Okay, wir... Also allgemeine Auskunft, wir sind bei 072 186. Copy. Kurz Stop. Keine Thermalsignaturen weit und breit. Oh Gott, erst hier. Okay, und weiter. Okay, wenn's der Boden zulässt, kannst du auch ein bisschen schneller fahren. Also an solchen Stellen halt eher nicht, aber. Also ich gebe mich schon voll Gas, aber beim Raufgehen. Ja, aber beim Runtergehen, da geht's gut. Ja, immer Schwung holen, bevor es wieder raufgeht. Jetzt kommt übrigens die Hauptstraße. Auf der können wir auch weiterfahren. Ja, auf der Hauptstraße, auf die Hauptstraße, dann bist du mal da links denn, hier hinterm nächsten Mast. Da kannst du auf hier links auf die Straße nennen. Richtiger Panzer braucht keinen Stoß. Ja, aber geht's schneller. Anastasius, du solltest dir langsam überlegen, wie wir. Ja, wir können ja nicht jetzt auf der Straße in das Camp reinfahren. Naja, könnten wir schon, aber. So, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Also da hier kommt. Südlich ist auch ein Hügel, da könnte man vielleicht auch noch ganz gut gucken. Ja, da kommt jetzt. Ist das hier rechts ein Schild, ein Stein oder hättest du mir? Warte mal. Also an beiden Schilden. Stopp. Ich sehe nur Steine. An beiden Schildern. Ich sehe da nichts. Nur Schatten von den Schildern. Warte mal. An dem ersten Pfeil nach. Also an dem am weitesten am rechts gelegenen Pfeil nach links. Da sah irgendwas eben etwas verdächtig aus. Ja, eben. Fahr mal, stopp. Fahr mal jetzt hier, was ist das? Richtung 195. Wir umgehen einfach diesen Bogen da. 195. Ach, warte mal, sind wir hier schon einmal rumgedreht hier? In welche Richtung also gucken wir denn gerade hier, verdammt? Ach, sehe hier nur die Sicht vom Richtung Gunner. Osten, wir schauen Richtung Osten. Nordosten. Leute, was macht ihr? Wir versuchen nicht in die Luft zu fliegen. Ja, das ist. Ich habe gesagt, vielleicht sollen wir zu Fuß klären. Nordosten, aber die Straße, die macht doch hier so einen Bogen. Das wird nur der Schatten sein hier, glaube ich. Ja, dann weiter. Ja, das ist Schatten, weiter. Okay, stopp. Mal kurz hier Infrarot gucken. Das Gehöft und so. Alles kalt bis jetzt. So, da ist ein Gehöft auf 337. Da mal einmal mit Thermal reingucken. Das könnte alles vielleicht kalt. Das könnte vielleicht ganz gut sein für uns, dass wir von dort aus. Ist das schon die eine Overwatch-Position? Nee, das kann nicht sein. Nee, wir sind noch viel zu weit weg. Ja, wir müssen ja erstmal diese lustigen Windmühlen da hinten. Das ist ja eher so auf der Höhe. Ah. Richtig. Aber fahr mal. Also Thermal ist alles kalt. Fahr mal Richtung Windmühlen, das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Von hier querfeldein Richtung Windmühlen. Ja, ist auch nicht schlecht. 240 Meter Höhe, da hat man bestimmt auch einen guten, bisschen besseren Oberwert. Ja, es wird jetzt tief runtergehen. Magen festhalten. Wee! Also das war jetzt. Von den Windkraftanlagen hat man wirklich eine gute Oberwatch. Ja, genau. Hast du recht.
Da außerdem wird man auch gut gesehen. Ja, wir müssen ja bloß nur grob drüber gucken, dass ich erstmal mit dem Turm drüber gucke oder sowas. Ihr müsst ja nicht, wir müssen ja nicht man mit dem ganzen Panzer drüber gucken. Die Infanterie rausscheuchen und mal mit dem Fernglas gucken lassen. Und die Theorie ist halt keine Sperre oder so. Ja, vor allen Dingen die Stromversorgung ist immer interessant, ne? Wie viel Einbau nach dem anderen umfahren? Das letzte Mal, als ich wen umfahren wollte, hat er noch kurz mit einer RPG auf mich gezielt und abgedrückt, in 2 Meter Entfernung. So, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Jo. Eine kleine Info vom Zeus, wenn ihr stehen bleibt, ist für die Infanterie nicht schlecht, wenn ihr aussteigt und die Umgebung sichert. Erstens ist das eine Übung und zweitens ist es nicht ganz so langweilig, wenn sie, alles klar. Da drin sind. Okay, stopp. Infanterie absetzen. Da vorne wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das Stromhäuschen sichern, dass da oben jetzt nicht irgendwas ist an den in Tarnfarben angestrichenen Windrädern. Okay, wir gehen raus. Weil das ist auch ein gutes Spotterposition. Infanterie geht vor, wir kommen dann mit dem Panzer nach. Ja, wir gehen in Reihe mal auf die erste Windmühle hier zugeduckt. Ich sicher mal nach hinten. Sehr gut. Dann brauchen die Jungs sich da nicht drum kümmern. Vorsicht. Ja. SPZ sichert nach hinten. Moment, wir sind noch nicht in Position, Max. Warte mal. Also willst du in rechts und links? Ja, aber nicht hintereinander, wenn du weiter musst, dass du alle neben dir hast. Ja, wenn wir uns als Fahrzeug bewegen, dann eher Richtung 305, ne? 305, richte mich kurz aus. Also nach hinten sieht es sehr, sehr gleichmäßig kalt temperiert aus. Ist immer gut, wenn nach hinten nichts los ist, dann kann man sich dahin wenigstens zurückziehen. Check. Ghost 1 für Ghost 2. Ah, war verkehrt rum. Kanal 3 war doch nur Stadtkampf. Ich glaube, die sind auf Kanal 2 jetzt, oder? Ich bin schon rüber gewechselt. Ghost 2 wird kommen. Oder auch nicht. Yep. Versuch's mal auf der 1. Ghost 2, bitte komm. Ich muss dir noch ein bisschen Zeit geben zum Antworten. Und ansonsten kannst du Long Range nehmen. Also ich kann ja mal auf 3 funken, du auf 2. Warte, ich guck mal kurz mal auf 1. Ghost 2, bitte komm. Wieder auf 3. Vielleicht ist er ja da. Warte mal. Ghost 2 für Ghost 1, bitte kommen. Ghost 2. Das ist Ghost 1, 2, willst du? Ghost 2, ist euer Lead down? Ich hätte jetzt Max erwartet. Achso, sorry, Ghost 2 ist, ist okay. Genau, Ghost 2 ist Bodenteam. Nee, Anastasia ist nicht Ghost 1, 2 anfragen.
Ja, ich bin also, ich kann das Camp noch nicht einsehen von hier aus. Ah, okay, ich höre sie. Ghost 1 ist ja Panzer und Ghost 2 ist ja Bodenteam. Kurze Frage, auf welcher Short-Range-Frequenz seid ihr gerade? Ich frage jetzt auf Long. Ich höre ein Fahrzeug von Nordwesten. Näher kommen. 3. Anastasis sind auf 3. Okay, die haben ein Fahrzeug im Nordwesten, das heißt, ja, wir rutschen mal ein bisschen vor. Fahrzeug rückt ein bisschen vor Richtung, warte mal, Richtung 330. So, und zwar machen wir jetzt nur eine leichte, ach scheiße, wie ist das nochmal? Ich sag einfach dann irgendwann Stopp. Okay, Stopp. Stopp. Also Kommandant, ich sehe das Camp hier noch nicht. Fahrzeug ist Richtung Osten, fährt. Ja, ist hinter einem Hügel verschwunden. Ja, ich hab's kurz noch gesehen, kann nicht sagen, ob es ein Tactical war. Könnte eventuell gewesen sein. Dann geht auch mal so weit auf den Hügel drauf, dass ich mit der Kanone drüber gucken kann. Ja, das, ne, das kriegen wir jetzt auch nicht mehr so ganz genau hin, weil da ist unser Bodenteam und matscht da rum. War das ein Tactical? Müssten wir da über den Bergkamm kommen, oder? Das Fahrzeug ist nicht mehr sichtbar. Okay, Fahrzeug ist erstmal weg, schauen wir mal. Gut. Fahr mal ein Stückchen vor. SPZ fährt ein bisschen vor, guckt über den Hügelkamm. Fahr mal Richtung, Stopp, 025. 20 Meter nach vorne, bis zu dem Busch. Okay, noch ein Stück. Stopp. Fahrzeug ist nicht mehr sichtbar. Kurze Frage, in welche Richtung ist das Fahrzeug zuletzt gesehen worden? Bei der Abbiegung zum Camp von der Hauptstraße Richtung Norden. Diese Nebenstraße ist weggefahren. Copy. Mal alles erstmal alles ruhig, bis ich sehe nur unsere Leute. War ein Pickup mit meinem Scheißvisier, ich sage schon lange, Sanitäter auch bessere Visiere haben sollten, kann ich keine Bewaffnung respektive Bewaffnung erkennen. Copy, alles klar. Dann kommt zurück. Okay, SPZ ein bisschen nach vorne. Pickup. Rechts vom Fels. Rechts von dem dicken Fels. Osten weg. Stopp. Stückchen nach vorn. Stückchen, ich noch nicht. Stückchen. Also ich kann hier nichts erkennen. Stopp. Er hat bewaffnete Leute abgesetzt. Okay, Feuer eröffnen, Feuer frei. Noch ein Stück vor, Stück vor. Stopp. Auf der Straße kann nicht erkennen, ob bewaffnet oder nicht. Oh, komm hier rüber. Die beschießen uns von da, wo du gesagt hast. Okay, Tactical ist ausgeschaltet. Fahrzeug explodiert. Bewaffneter Soldat. Okay, down. Der ist weg. Da ist noch Infanterie nach links weg in den Wald gelaufen. Noch ein bisschen im Auge behalten. Ich glaube, die habe ich erwischt. Okay, nicht, dass die da noch in irgendeiner Niederung rumhängen. Ich halte es erstmal im Auge. Du solltest mal Meldung machen, dass wir noch Ja, warte mal, ich muss mal erstmal kurz unsere Position verifizieren, wo wir gerade sind. Okay, Kommandant, ich hab Blick aufs Lager. Copy. Dann erstmal gucken, so weit wie es geht. Welches Heading hat das Lager? Von uns aus gesehen. Richtung Nordost. Also an alle. Checkpoint Bravo ist von Team Reaper geklärt und werden weiter fortführen. Charlie. Ghost One hat gehört. Wir sind jetzt kurz vor dem Camp, haben schon ein bisschen Sicht drauf und ein Tactical in unserer Nähe ausgeschalten. Verstanden. Richtung 045. Dann bereiten
bereiten Sie einen Angriff vor. Sie können Team Reaper zur Hilfe holen, wenn nötig. Ghost, waren verstanden. Ungefähre Einsatzzeit, falls wir anfordern würden? 3 Minuten. Copy. 5 Minuten vielleicht. Also Sie werden dann wahrscheinlich bei Charlie sein. Und würden dann über die Straße darüber kommen. Ghost, verstanden. Rotter und out. So. Du sagst, Richtung Nordosten ist es, ja? Also bei mir, ich sehe nichts. Ich sehe da hinten, wo Hügel, die höher sind. Alles klar. Also wir haben vom Fahrzeug aus noch überhaupt keinen Blick. Ist das in dieser Hügelsenke? Ja, das ist in der Hügelsenke, genau. So viele Bäume. Genau drinne, mittendrinne? Ja, Richtung 045. Einfach unten. Es ist auch von mir aus hier schwer einzusehen. Ich sehe nur so ein kleines bisschen. Richtung 045. Mal gucken, ob man da ich guck thermal... Da direkt auf den Berg drauf und thermal sehe ich absolut nichts. Ja, dann gucken wir mal. Das war zu... Warte mal. Wir fahren über die Straße rüber Richtung 017 zu diesem Felsen und dann schieben wir uns mal ein bisschen nach vor. Warte, stopp. Dragonfly disconnect. Okay, Bodenteam, um das Fahrzeug blockieren. Dragonfly disconnect. Copy. Der ist rausgegangen. Copy, alles klar. Bodenteam ums Fahrzeug gruppieren. Wir rücken vor Richtung 015, queren die Straße und gehen dann von Nord nach Osten zum Camp vor. Eigentlich alles copy, nur wo ist das Fahrzeug? Okay. Das okay, gegnerische Fahrzeug ist zerstört. Achso, wo wir sind. User disconnected from your channel. Fahrzeug. Okay. Okay, hier haben wir ein bisschen Überblicksvorteil, passt. Gut, wir gehen vor, ungefähr 50 Meter maximal vor euch. Junior. Und los. Junior, wir gehen hinterm Fahrzeug. Erstens kann er uns dann nicht ich habe eben eine Thermalsignatur gehabt, mank den Bäumen, aber... Richtung? Immer sofort heading. Richtung 050. Zweierpatrouille. 050 Zweierpatrouille, Infrarotsignatur, im Auge behalten. Moment, durch die Bäume heißt es. Nee. Zu viele Bäume. Ja, langsam weiter vor. Okay, stopp. Richtung 0, genau, Feuer frei. 1 down. 2 down. Copy. 2 Patrouille bekämpft, wir rücken weiter vor. Okay, jetzt sind wir angemeldet. Da unten sind noch ein paar mehr, die sind aber noch nicht irgendwie Richtung, was ist denn das, 058 in Zweierpatrouille. Ich unten sehe sie aber nur so ein bisschen die Köpfe hinterm Gras vorlugen. Wir sind noch, haben keine Position, ich habe keine Schussposition. Okay, wir rücken keine jetzt Rügen. Richtung 020 über die Straße rüber. Und los. Leute, ihr fahrt aber niemals rückwärts, ja, weil wir sind hinten. Ja. Wobei, ihr könnt ja so ein Stückchen links und rechts von uns. Okay, stopp. Die waren gut platziert. Stopp, down. Okay, wir decken nach links und rechts. Max Junior, wir decken nach links. Jolly und Doc, ihr deckt nach rechts. Junior, bleib hinterm. Ich sehe da nichts mehr zucken. Sicherheits... Okay, jetzt weiter vorrücken, bis hinter diesen Busch hier, diesen grünen da auf 050. Fahr. Stopp, 90 Grad rechts. Stopp, nicht bewegen. Ich hab eine Thermalsignatur. Stopp. Okay, nee, das hat keinen Wert, ey, der... Warte, stopp. Wo war's denn? Du stopp, Ceasefire. Bodenteam, wir trennen uns jetzt vom Schützenpanzer. Wir gehen hier in diese Schneise rein.
Wir gehen noch auf die Overwatch und dann schicken wir euch rein. Hör mal auf. Warte mal. Ich schicke das Infanterieteam hier zuvor. Okay. So, wir gehen jetzt noch 20 Meter vor und dann... 20 Meter vor. Bin getroffen. Kannst du noch laufen? Stopp. Unten in der Senke, da sind wieder welche. Okay. Nur 7-7. Bin getroffen, verletzt. Hülle ist beschädigt. Zurückziehen. Zurückziehen. Ich habe Rauch geworfen. Zurück. Zwei down. Zurückziehen. Fahrzeug getroffen. Da kommt ja. Der von uns. Ich dachte, das wären Einschläge. Der Rauch, der ist von uns. Wir haben eingenebelt. Vor uns war zu unübersichtlich die Lage und wir sind auch verletzt. Fahrzeug geht ein Stück zurück und wir gucken erstmal, dass wir uns ein bisschen heilen können. Infanterieteam okay. Nach vorne sichern. Ja, wir gehen eigenständig vor. Copy, verstanden. Okay, ich Fahrzeug. Ich habe auf jeden Fall noch die Zweierpatrouille erledigt, die uns beschossen hat. Habe ich gesehen. Ich bin auch verletzt. Copy. Ich auch. Also okay. Schütze muss irgendwie drin bleiben. Ja, der Schütze... Genau, okay. Also wir steigen mal als erstes aus, verarzten uns Richtung Südwesten hin, ne? Dass das Fahrzeug noch zwischen uns und dem Feind ist. Verstanden. Okay, sind draußen, verarzten uns. Das liegt hier selber. Der hat gut reingeschossen, ne? Mit einem MG oder so. Patient is awake, not injured. Aber dafür habe ich gut. Ich bin nicht okay. Verletzt, aber gut. Start zu los. 3 ist grün. Beschuss, Beschuss, hörst du es nicht? Beschuss, Beschuss. Ja, von wo kommt denn das? Ich meinte, das kommt, das ist das Südwesten. Ja, hat sich so ein bisschen so angehört, ne? Von oben. Fahrer Richtung das Südwesten. Südwesten. Fahrer Richtung Südwesten. Gate, check mal Südwesten. Irgendwo ist aber Beschuss aus unten. Fahrer Richtung Südwesten checken. Oh, Beschuss aus Westen. So, wir gehen mal hier ein Stückchen weiter rüber nach Westen. Ungefähr 280 Grad ist ein Kick-up. Dann steigen wir wieder ein. Ja, wir steigen wieder ein. Nee. Dort ist ein Fahrzeug. Zeug, einer von uns ist down. Fokus. Fahrzeug ist down. Gegnerisches Fahrzeug ist down. Fahrzeug. Okay, wir sind wieder im Fahrzeug. Ein Stück war zurückfahren. Das Fahrzeug, was Fahrzeug ist explodiert. Grad im Wald an der das ist der Gegner, ja. Ja, Richtung 280 Grad. Es brennt. Ja. Ja, break, Charlie. Wir haben schon gesagt, das ist erledigt. Jo. Panzer cleared, ob da noch Infanterie ist. Wir fahren Richtung 215 hoch. Gunner, Fahrzeug in Sicht behalten und gucken, was da noch rumzuckt. Johnny! Halst du den Doc? Ja, Fokus. Alles klar. Wir warten so lange. Infanterie voraus. Überfahren. Junior, wo bist du? Genau geradezu. Drüber. Fahr. Ja, den hast du, glaube ich. Okay, einmal drehen. Der steht noch. Ein Stück zurück und dann mit der MG. Ja, wo ist er denn? 005. Rückwärts. Jetzt ist er unter uns. Warum will er nicht umfallen? Fahr zurück. Fahr zurück. Achtung, ein Panzer. Okay, jetzt ist er da. Der ist beim Feuer. Fahrzeug, das sind wir. Das ist unser Fahrzeug, das sind wir. Wir clearen hier am Fahrzeug, haben wir gesagt. Er ist tot. Ich wollte nur mal sicher gehen. Nicht, dass er wieder aufsteht. Jetzt habe ich auch einen Kill bekommen. kannst du mal Hardcrew anfunken, dass es unsere Hülle beschädigt ist? Ja. So, erstmal Gunner wieder Richtung 075 voraus. Also die Richtung abdecken. Ja, fahren wir noch ein Stückchen vor bis zu diesem komischen. Ja.
Okay, da einer ist von unseren Jungs down. Okay, kurz Bodenteam, check, wie schaut's bei euch aus, Statusbericht? Nochmal, du bist ziemlich leise, ziemlich leise. Jolly Roger, break, warte mal, break. Jolly Roger, wiederholen bitte. Okay, Bodenteam einmal durchzählen. 1, 2, 3. Okay. 4 ist down, 5 war wahrscheinlich. Achso. Es sind nur noch 4. Okay, alles klar. Gut, alle komplett. Gut. Unten Fahrzeug am Haus. Wahrscheinlich Tactical auf 082. Da war ein Fahrzeug. Fahrer Richtung 075 voraus. Ja, ja, ich seh's. Ich hab's im Visier bewaffnet. Stopp. Und Feuer frei. Team, bitte melden. Tactical ausgeschaltet. Erledigt. Lead Bodenteam, bitte melden. The Lead Anastasius. Ja, Ghost 1, hier. Nicht Ghost 1, sondern Lead Bodenteam. Dann ist das Lead Ghost 2. Dann weiß ich Bescheid. Lead Ghost 2, bitte melden. Lead Ghost 2. Copy, wo seid ihr? Wir sind schon ein bisschen vorgegangen und haben eine Overwatch-Position hier eingenommen, sehen aber immer noch nicht richtig gut aufs Lager. Ich würde euch bitten, auch so weit wie möglich vorzugehen, hier sind viele Steine. 064, da ist irgendwie ein Tischchen oder so. Dann sehen wir uns auch Fahrzeug? Wieder auf dem Tactical, auf dem Checktag. Warte mal. Was? Welche Richtung? Warte. Richtung Lager. 060. Na Quatsch, 063, siehst du das? Siehst du da Thermalsignaturen? 063, ich sehe auf. Okay, Fahrer Richtung 026, 20 Meter nach vorne. 063, sagt er. Ja. Genau, schön langsam weiter, schön langsam weiter. Negativ, keine Thermalsignaturen. Langsam weiter, langsam weiter, langsam weiter. Langsam weiter. Seht ihr ein kaltes Fahrzeug? Ja, Copy, Stopp. Ja, das sehe ich auch. Und ich sehe eine Thermalsignatur im Haus. Ghost 1 für Ghost 2. Seid ihr schon irgendwo an irgendwelchen... Break. Gunner 071. Thermalsignatur bewaffnet. Elevation minus 12,2. Copy. Down. Copy. Okay, weiter geht's. Bodenteam, wo seid ihr jetzt ungefähr? Hab euch ein bisschen aus dem Blick verloren. Ja, wir sind nach rechts ein bisschen die Straße entlang und sind dann ein bisschen runter Richtung Lager. Wir haben das Lager jetzt vor uns. Was hat da gerade gerumst? Das war ich. Das war unser Panzer. Mach mal kurz die zwei, nicht mit der großen Kanone da rein, Holz, wenn es okay, nicht unbedingt oh, nötig sein musste. Granaten, verdammt nochmal. Weil wenn unser Team da... Hast du da noch Kontakte? Okay, das ist Thermalsignatur zumindest. Ja, jetzt musst du aufpassen, unser Team ist da jetzt unten. Aber die waren jetzt nicht in der Hütte drin, oder? Na, hoffentlich nicht. Jetzt ist gerade still geworden. Seid ihr noch am Leben? Bodenteam, bitte kommen. Hier ist Bodenteam. Ach, okay, jetzt habt ihr uns gerade einen Schreck eingejagt. Wir hatten schon gedacht, wir haben euch erwischt. Was gibt's? Ihr seid jetzt gerade an, an dem südlichen Ende vom Lager? Genau, wir sind am südlichen Ende vom Lager, kann man so sagen, ja. Okay, dann ist ja vor euch ungefähr ein größerer Gebäudekomplex, ne? Kann das sein?
Ja, den sehen wir noch nicht so richtig, weil hier Bäume sind. Also ich habe kaum Blick auf dieses blöde Lager. Okay, wir versuchen aus dem Westen, versuchen wir hier das Ganze so ein bisschen zu überblicken. Wir versuchen uns jetzt eine bessere Overwatch-Position zu holen und ihr könnt dann vorrücken, werden wir euch Bescheid sagen. Ja, wir teilen uns noch ein bisschen auf, damit wir ein bisschen mehr verteilt sind. Wir hocken jetzt alle hier hinter einem Stein. Kommt ihr, alles klar. Könnt ihr bestätigen, dass ihr in keinem Gebäude seid? Wir bestätigen, ja, wir sind in keinem Gebäude. Gut, dann habe ich es auch nicht. Okay, alles klar. Gut, Fahrer Richtung 063, langsam vorwärts fahren, bis ich Stopp sage. Darf ich den kalten Tactical sprengen? Nee, warte. Stopp. Gucke mal kurz Richtung 081 in das Haus rein. Ja, okay. Kannst du erledigen. Erledigt. Okay, dann guck noch auf das Fenster in 081. Da sehe ich auch Waffen. Ja, der ist schon alles, da und den alles hab klar. Ich vorhin erwischt. Okay, ab jetzt machen wir nur noch Overwatch und wo jetzt denn unübersichtlich ist und die das da drinnen clearen sollen, machen wir nur, wenn wir angefordert werden, okay? Okay. So, Bodenteam, ich lasse euch jetzt vorrücken. Ihr sagt uns, wenn ihr Unterstützung braucht. Wir feuern jetzt nur noch, wenn ihr Bescheid sagt. Nicht, dass wir euch jetzt irgendwo erledigen, wenn ihr da in den Häusern rumhuscht oder im Vorbereich. Copy, alles klar. Moment, ich muss erstmal mein Bodenteam sortieren. Mir fehlt jetzt hier einer. Copy, ansonsten übernehmen wir den nördlichen Bereich von dem großen Gebäudekomplex. Alles klar. Junior, hörst du mich? Ja, ja. Du ans Geschütz kurz ran, dass ja. Meier ja, ich höre dich. Ja, klar. Ja, ich bin hier hinter dem Felsen. Wo bist du? Ich sehe dich nirgends. Ich bin am Sitz. In welche Richtung bist du weggelaufen, Mac? Ich bin genau Richtung Norden, Richtung Lager. Geh Richtung Norden, du. Schüsse sind zu hören. Wir haben Schüsse gehört. Okay, Entschuldigung, seht ihr, wo ich hingelaufen bin? Ja, kommt ihr. Ja, ich komm. Achtung, Nordosten wird geschossen. Moment, kannst du mich mal versuchen? Ja, ich habe eben so ein bisschen Bildschirm. Ich habe das Foto von mir. Ja, in Richtung Osten wird geschossen. Okay, danke, weil wir auch nicht gleich sind. Die Diagnose nicht sehen. Das hat er mir sogar ohne Diagnose angezogen. Jetzt, danke. Abfisch. So, Jolly. Steigt wieder ein. Copy, dann gehe ich wieder auf den Kommandanten. Wir kommen zu dem Felsen. Wir decken die Flanken. Ah, ich muss mal kurz raus. Ich steig kurz aus. Okay, Gunner kann rein. Bin wieder auf Gunner-Position. Kommander an Bord. Und wenn es das ist? Ja. Würdest du Papa bei Fragen, ob er Toolbox abwerfen könnte, dann könnte ich das Fahrzeug eventuell reparieren. Das ist nur ein bisschen Höhlenschaden, damit müssen wir klarkommen. Das passt schon. Siehst du rechts oben Schadensanzeige halt? Ja, da sind vielleicht 5% weg. Also warst du 5%? Der weiße Strich? Ja, ja, da oben, das da fehlt ja ein bisschen über. Das ist Fuel. Ach, na gut. Die Hülle ist zu 50% weg. Die Hülle ist bei mir ja, nur orange. Eben, orange, 50% etwa. Ja, mein Gott, da müssen wir mit leben. Ja, das ist halt so. Krieg ist Krieg, gibt's nicht immer gleich Geschenke vom Himmel. Ja, wenn's nochmal vorkommt. Charlie, Achtung, Richtung Osten wurde vorher geschossen. Ja, so ist es halt. Check. Wobei ich finde es auch eine Schweinerei, in so einem Fahrzeug alles möglich ist, aber keine Repair-Kits. Hast du geguckt? Manchmal ist ja Repair-Kit im Auto, ne? Ja, wir haben 11 Raketen, 4 verschiedene Raketentyps. Keinen Werfer und keine Repair-Kits. Ja, man hätte ja bloß einen AT-Soldier mitnehmen können, der kann sich dann immer so schön aufmunitionieren. Ja. Nein, der kann die Raketen gar nicht alle gebrauchen. Ja, die N-Law-Raketen nicht, aber die anderen schon. Ja. Die Titan schon.
Okay, Fahrer mal 20 Meter nach vorne. Was mich ein bisschen anpiept, ist, dass ich auf Thermal unsere Leute nicht sehe. Ja, ich hab's auch noch nicht. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Die sind doch wahrscheinlich rechts hinter dem Hang. Schwenk mal Richtung 050 ein. Und noch ein Stück nach vor. Vor, stopp! Sehr schöne Overwatch-Position. Habe ich mir auch gedacht. Wir haben es überall gesehen, aber wir sehen. Aber ja, wir sind zwar auch auf dem Präsentierteller, aber sobald ich auf Thermal was sehe, was nicht unsere Leute sind, dann muss ich halt schneller sein als der gegnerische AT-Schütze. Ja, so könnte das auch sein. Das wird von unten her geschossen. Durchzählen. Ich sehe nichts. Ich weiß nur leider nicht, wo sie sind. Scheiße, ich bin getroffen, aber ich bin noch da. Ich bin jetzt hinter der Mauer. Auch noch. Warte mal, ich habe jetzt 1, 2, 6 im Wald, Thermalsignatur. Ist einer von uns, ist einer von uns. 1, 2, 3, Thermalsignatur. Ja, das sind unsere. Ja. Okay, dann sehe ich sie wenigstens. Ghost 1 hat euch jetzt im Blick. Okay, wir sind hinter der Mauer. Wir sind hier jetzt ziemlich weit unten hinter der Mauer. Und ich probiere jetzt mit Doc an ein Gebäude vorzukommen, damit wir ein bisschen Deckung haben. Copy. Fahrer Richtung. Und ich muss mal aufsitzen. Richtung 030. Ein Stückchen nach vorne. Und wer ist der Bursche, der da bei den Felsen hockt? Scheiße. Warte. Unten bleiben. Stopp. Bei welchem Felsen? Ich brauche Nebel aus dem Boden. Boden. Hier, das müsste auch einer von uns sein, der hatte. Ja, ist das, ich sag dir, wenn ja, der legt sich nicht hin. Irgendwie. Ja, ja. Das ist echt doof. Eins. Zwei. Bist du verletzt, Doc? Ich sehe nichts. Der scheint hin zu sein. Ich sehe keine Gegner, ich sehe unsere gerade auch nicht mehr. Die sind wahrscheinlich im Haus drin und schießen aus dem Haus. Kleinen Moment noch, wir sind alle da. Okay. Habt ihr. Seht ihr die Fenster von den Häusern? Negativ nicht verstanden, Ghost. Ich glaube, hier hinter dem einen Fenster steht noch einer, ich bin mir nicht sicher. Seht ihr die Fenster von eurer Seite? Darf ich da präventiv einmal. Moment, reinhalten? Ich guck Warte. Jetzt über die Mauer. Warte. Und zwar, du meinst auf 094, ne? Da sehe ich noch eine MG oder eine Waffe in Anschlag. Ja, genau das. Feuer frei. Bisschen weiter rechts. Rechts. Hast du, stopp. Ich sehe Fenster. Ja, ich sehe drei Fenster. Copy. Wir haben jetzt im rückwärtigen Bereich haben wir noch wen ausgeschalten. Drin sind definitiv ziemlich viele. Das muss ziemlich vorsichtig geklärt werden, wenn er daran wollt. Doc, lebst du noch? Okay, Doc hat's erwischt. Ich muss den erst wiederbeleben. Copy. Ich meine, wir könnten es wahrscheinlich auch einfach machen, das Ding von vorn bis hinten hier mit der großen beschießen, aber ja, man weiß jetzt nicht, was wir da drinnen finden, ne? Dann hat das NATO-Soldaten, die als Geisel genommen wurden. Ja, ja, eben. Irgend so ein Blödsinn. Okay, Fahrer Richtung 074, ein Stückchen weiter nach vorne. Ich sehe da hinterm Fenster noch einen. Warte, stopp. Was war da? Rauch voraus. Die schießen mit Granaten, aber nicht besonders zielgenau. Ihr seid noch außerhalb stopp. Der Gebäude. Schuss voraus. Feuer frei. Ich bin immer noch am Verarzten, ja. Einschläge waren Richtung Norden, da in der Senke. Dann sagst du, siehst du den Rauch voraus. Oh, weiß und rot. Das Fahrzeug drehen. Ja, ich sehe ihn. Links. Moment, ich brauch noch ein bisschen Morphin. Stück zurück, Fahrer, ein Stück zurück. Ich sehe den Rauch. Ich kann einfach nur drehen, ich habe einen Außenspiegel. Rauchentwicklung gut, Richtung 300. Der Smoke, wir hatten den geworfen. Das waren nicht wir, ne? Nee, das gab's nicht. Fahr mal zurück. Ich weiß nicht. Ja, die Rauchentwicklung, die ist genau vor uns. Die haben versucht wahrscheinlich uns die Sicht zu nehmen.
noch weiter? Ja, fahren wir noch ein Stückchen zurück. Nur sicherheitshalber. Das ist nicht die Gefahr. Warte, achso, stopp. Ja, vorsetzen. Vor. Ah, da ist Bewegung. Sehe ich ja nicht, ob das einer von unseren ist. Wo denn? Welche Richtung? Auf 101. 101. Dann nehmen die Thermalsicht raus. 100, das sind eher unsere auf der Seite. Ihr behaltet mal den Rauch im Auge, nicht, dass sich da irgendwas also reinkommt. Die Büsche vor. Gehen wir mal so eine Thermalsignatur hier durch das rechte Fenster. Wie so eine Patrouille. Nochmal kurz Richtung. Ja, auf 097, 099, so diese Größenordnung. Da sind die, ist halt so eine Baumgruppe vor. Also wenn du jetzt... Die alte Position war halt besser. Die war gerade eben verlassen. Ja, der Rauch, der irritiert mich aber so ein bisschen, ne, wisst ihr? Das war nicht der Rauch, das war HE. Ach so, das war HE und Rauch. Das war grün und blau und rot und weiß. Das war blau, rot, weißer Rauch und eine HE. Okay, ich alles könnte klar. Das Gebäude auch mit der großen Kanone zerstören. Nicht noch mit seinen Rauchwerfern oder so. Den Rauch, hast du hier den bunten Rauch geworfen, knapp vor uns? Negativ. Wir haben keinen Rauch geworfen. Copy. Wir wurden gerade eingenebelt. Bitte mal 10 Meter vorsetzen. Also, bevor Geld reinhaut, solltest du bei Papa Bär nachfragen, ob wir reinhauen können oder ich gebe schon nicht frei, da reinzuhauen. Ich weiß, das wäre manchmal einfacher. Ich frag mal nach. Ich frag mal nach. Papa Bär vor Ghost. Wir sind am Camp, haben schon relativ viele Terroristen hier ausgeschalten. In den Gebäuden haben sie sich aber relativ gut verschanzt. Frage, wir könnten das Haus komplett ausschalten von außen. Wir könnten es auch clearen. Wie lautet Auftrag? Clearen. Wir wissen nicht, ob vielleicht Geiseln dort festgehalten werden von den Terroristen. Copy Ghost, verstanden. Ja, mit Geiseln wird's lustig, so wie wir da schon reingeholzt haben. Genau, das war's. Okay, Info an alle. In den Gebäuden könnten sich eventuell noch Geisel befinden. Wir haben mitgehört. Copy. Wir können noch dieses andere Reaper-Team, wie das heißt, zur Verstärkung ranholen. Die Option bestand vorhin. Oh ich ja, weiß, das ist lustig, wenn die KI ein Haus der KI stürmt. Mit Geiseln. Ich sehe unser Team vorrücken auf 114. Ja, positiv sehe ich. Okay, Fahrerrichtung 085 und langsam vorrücken. Und auf 131 hockt einer irgendwo noch ein bisschen weiter hinten von dem Team. Kann das sein? Ja. Copy ist unsers. Gehört. Ist ja. Fahr mal links dran vorbei. Also okay, wenn da Geiseln drin waren, sind die schon garantiert ziemlich platt. Naja, vielleicht finden wir noch irgendwelche Dock-Decks. Ja, so wie wir da reingeholzt haben, dürfte da nicht mehr so viel sein. Wir haben noch ein Gebäude auf 078, ne, da hinten. Ist jetzt recht schwer einzusehen. Okay, ich sag mal ab und zu einen Dunkelblick. Ja, ich gucke ab und zu mal so ein bisschen nach links und rechts weg. Und nach hinten? Ach, hinten. Okay, unser Team ist am Haus. Ich wollte gerade Thermalsignaturen am Haus melden. Nee. Also unser Team... Ihr seid jetzt am Haus, ne? Gut, dass wir es wissen. Wir sind am Haus, ja. Seid ihr noch komplett und vollständig? Wir gehen hinten rum, Doc. Copy, wenn ihr um die Ecke kommt, ist gleich eine Tür. Geht geduckt an den Fenstern vorbei. Wenn ihr um die Ecke kommt, kommt sofort eine Tür. Achso, warte mal. Wir sind vollständig, wir sind noch, also Doc und ich. Wenn ihr um die Ecke rumkommt, es kommt gleich eine Tür. Ungefähr 2 Meter neben der Ecke. Fahrrad, 2 Meter zurückfahren. Ja, Vorsicht. Noch ein bisschen. Bist du noch hinter mir? Noch.
Wir haben verdammt lange zwei Meter. Ja, ja, ich wusste nicht. Ich haben gerade Beschuss gemeldet, ich sehe Ich sehe auch nichts. Ich sehe. So, stehen bleiben. Drei auch, eins melden, vier melden. Ah, die sind auch da, denn. Warum meldet sich denn nicht? Einer down? Sorry, ich hab war gerade im, ich hab grad, stand gerade unter Beschuss. Da hab ich aber nicht gehört, den Beschuss. Kein Problem. Der war erledigt hier. Seid ihr, alle noch da jetzt, nach dem Beschuss? Ja. Du, ich habe jetzt keine Lust, das hier zu klären. Wir werfen hier irgendwo eine Granate erstmal rein. Da drinnen könnten sich Geisel befinden. Ah, scheiße. Okay, gut, dann müssen wir müssen klären. Ja nicht sagen, wie wir da schon reingeholzt haben. Sollen die nicht direkt nachkommen? Ja, kommt nach. Wisst ihr, wo wir sind? Ja. Ja, ich sehe euch. Ja, ich sehe euch. Okay, Doc, dann sichern wir jetzt den Bereich hier innen einfach. Ja, da kann ich nicht beweisen, ob sie schon tot waren oder nicht. Der Zeus Vorsicht an den Fenstern, ne? Woher ist der Beschuss? Wer schießt und einen Gegner sieht, bitte melden. Nicht einfach nur feuern, dann kann man euch nicht helfen. Irgendwer von euch hat da durchs Fenster geschossen, ne? Immer aufpassen, da drin könnten sich Geiseln befinden. Okay, ich glaube, die zwei anderen laufen zum Haus. Also, Zeus befindet sich bei uns, hat gerade einen Schatten des Adels. Okay, die anderen beiden sind so ungefähr bei 116, 115, 113, sind ja, gleich am Haus. Sie. Ich sehe sie runterlaufen. Jetzt wird's ein bisschen übersichtlicher, jetzt sehe ich endlich wieder was. Richtig, vor allem weiß ich jetzt, wo unsere sind. Und okay, zweite kommt jetzt auch über die Mauer an den Rand. Jetzt bitte nicht mehr auf Granaten wechseln. Nee, ich hab's MG drin und ich weiß jetzt vor allem, worauf ich nicht schießen Breck, darf. Jolly nochmal wiederholen? Was? Okay, wir müssen uns jetzt erst hier verpflegen, verarzten, dann geht's weiter, ja? Copy, alles klar. Wir haben zumindest durch die Fenster, was wir hier sehen, keine Sicht. Habt ihr uns im Blick? Ich hab euch im Blick, ja. Copy. Nervig, aber ich habe echt Angst, dass jetzt plötzlich eine AT von hinten kommt. Ich könnte ja das andere Team noch mit ranrufen zur Unterstützung, dann wird's lustig. Da haben wir zumindest eine Rückendeckung, die sich da bekriegen kann. Ja, nehmen Sie nur als Rückendeckung für uns, das reicht schon. Ja. Papa Bär für Ghost One. Papa Bär. Wir würden jetzt doch ein bisschen Unterstützung gebrauchen, da vor uns das Gebiet recht unübersichtlich ist und wir den Rücken schlecht decken können. Signatur verstanden. Auf 100 Grad, ein, der, und in welche Richtung dann Recharging soll. Alle einsatzbereit? Ich hab eben einen Gegner gesehen. Okay, hier rechts rum. Wo wir jetzt rumgucken, da kommt direkt eine Tür. Da gehen wir jetzt rein. Bodenteam auf Kanal 1 wechseln, bitte. Verstanden, habe ich. Okay, wir wechseln auf Kanal 1. Papa Bär hat Position in Sicht. Position in Sicht. Copy, danke. Ein Gegner, der sich von der anderen Hausseite angeschlichen hat, erledigt. Okay, wir haben eine Rückendeckung hinter unserer Position Richtung Westen, damit wir ein bisschen mehr nach vorne konzentriert sind. Die braucht aber noch ein, zwei Minuten, bis sie hier ist, ne? Darf ich eine Wette abschließen, ob wir in diesen zwei Minuten getroffen werden? Ich glaube, du wirst gleich als Sunny nicht werden, Miami. Sind die und die schon alle da? Nee, noch nicht. Ich sehe sie. Noch sind sie alle. Die sind aber gleich rein. Und wenn sie alle reinrennen, wird's lustig. Kontakt am Haus und den drei Feinde. Es sind vier. Okay, ich guck nach hinten. Vorfahren, alle reinladen und abhauen. Ui, das wird lustig. Darf ich ganz wenig nach rechts drehen, damit ich sage. Ja, kannst du.
Genau, so sehe ich sogar nach hinten noch ein bisschen besser. Das ist gut. User entered your channel. Die sind auf Kanal 1 gegangen, damit die uns hier nicht blockieren. Geh kurz ins Teamsick. Yep. Kommandante, wir haben hier in dem langgezogenen Schuppen eine User Geisel gefunden. Out of User your left your channel. Copy, lebt ihr noch? Wir leben ja, alle noch. Nee, die Geisel, lebt ihr noch? Die Geisel lebt noch, ja. Die steht hier rum. Okay, ist sonst alles clear in dem Gebäude? Sonst ist das Gebäude clear. Alles klar, es befindet sich hier im Umfeld noch ein zweites Gebäude. Die Geisel, könnt ihr die zu uns hochbegleiten, zu unserem Fahrzeug und bei uns reinpacken? Kriegt ihr die mit hoch? Bitte nochmal wiederholen, ich hab's nicht verstanden. Könnt ihr die Geisel zu unserem Fahrzeug bringen oder sollen wir zu euch runterkommen? Auf welchem Kanal ist die Bande jetzt? Ich würde die Geisel erstmal hier lassen und von hier aus alle anderen Gebäude klären. Bevor wir jetzt da hochlaufen, sonst laufen wir vielleicht in den Beschuss rein. Papa Bär für Ghost One. Papa Bär. Wir haben ja eine Geisel, die noch lebt. Erobert, jetzt wollte ich schon sagen, erobert. Da würden wir Anweisungen brauchen, ob wir die evakuieren sollen Jungs, oder ob wir die mit uns mitnehmen sollen. Jungs, Eckrum, kommt die nächste Hütte. Warten Sie erstmal und klären Sie das Moment, restliche. Moment, ich hab grad Funkverkehr, ich kann nicht. Den restlichen kommen. Copy. User joined your channel. Alles klar. Ihr habt euren warte mal. Ach, die sind ja auf dem anderen Kanal, habe ich gesagt, auf 1, ne? Geisel vor Ort lassen, erst alles clearen, dann übernehmen wir sie und nehmen sie mit. Wie bitte? Wir haben Überlebende. Ja, Geisel stand anscheinend nicht am Fenster. Ja, die war in einem hinteren Bereich, da wo wir wahrscheinlich nicht durchgefeuert haben, in irgendeinem hinteren Raum. Ich habe aber auch mit der 40mm Kanone in das Haus reingehalten. Ja. Um die ich nicht sauber am Fenster erwischt habe, dann auch gleich zu kriegen. Mal gucken. Die sind unter Beschuss. Was war das? Ihr seid unter Beschuss, ihr seid getroffen. Zieht euch zurück. Zieht euch schnell zurück, soweit es geht, und werft Rauch nach vorne. Der Beschuss, der kommt irgendwo aus 081. Einfach Richtung 081. 081 MG. Fahrer Richtung 100 vorwärts fahren. 1 bitte melden. Ghost 2 melden. Down. Wir hören euch, wir geben. Achso, wir werden weiterfahren. Weiter. Stopp! Wir kommen mit dem Fahrzeug zu euch ran, geben Unterstützung. Links, rechts. Links. Fahrzeug Richtung 073. 073. Ja, genau. Weg. Okay, stopp. Richtung 115. Ist das unser? Acht auf die Idee ausschaut. Ist das auf 066? Ist das unser hier? Okay, stopp. Auf was? Auf 066? Auf 066? Hinter uns ist einer von uns. Ja, jetzt hast du. Ist der Busch davor. Am Haus, warte mal, nee, wir haben einen von uns am Haus, genau auf 111. Da geben wir mal, da setzen wir uns mal davor. Fahrer Richtung 085. Copy, wir setzen uns als Deckung davor. Noch ein Stück. Genau im Haus, ins Haus rein, Feuer 070. Feuer frei. 070, Feuer frei. Ins Haus rein. Fahrer weiter nach vorne. Fahrer weiter nach vorne. Stopp. Okay, wir geben euch jetzt Unterstützungsfeuer und haben uns als Deckung nach vorne geschoben. Ein Stückchen weiter nach vorne. Stopp.
Wir müssen gesehen. Deckung für unser Team haben. Wenn wir jetzt noch weiter vorne haben, dann... Okay. Dass er down ist. Alles zurück. Klar. In zwei Meter zurück. Zwei Meter zurück, dann bleiben wir. Ghost 2, wir bleiben jetzt auf der Position und geben euch Unterstützungsfeuer nach vorne hin in den Häusern, keine weiteren Kontakte. Zieht euren Lead mal nach hinten weg, der liegt hier genau am nächsten Haus. Ist die Pop Nummer 4 auch noch da oder ist Nummer 4 down? Ich habe eine Person down gesehen, weiß aber nicht, wer es ist von uns. Die liegt hier direkt an der kurzen Häuserwand. Wir sind noch im Haus, genau da im Heck, wir kommen nach vorne. Und sicher nicht nach hinten, sondern nach vorne bitte. Copy, nee, wir sichern nach Nordosten auf die Gebäude vor uns. Okay, wir machen Spur. Die Sass ist, weiß nicht, wie die Lage aussieht, im Notfall könntest du einen Fahrer gegen Sunny abtauschen. Warte mal, irgendwo ist hier noch Beschuss. Irgendwo ist, ja, ich sehe nur nicht, wo es herkommt. Also ich bin neben dem Panzer, aber ich weiß nicht, wo der Beschuss herkam. Ich hab auch nicht, ich sehe auch nichts. Ich meinte von links. Copy, wir bewegen uns erstmal nicht. Denn bist du so ein bisschen sicherer neben uns. Ansonsten kannst du auch einsteigen, wenn du es schaffst, dann fahren wir ein Stück zurück zum Haus. Jolly, willst du einsteigen? Jolly? Ja, bin noch da, bin der Einzige. Bist du eingestiegen? Was meinst du? Willst du einsteigen? Dann fahren wir zurück zu dem Haus, wo ihr seid. Okay, steige. Du musst mit dem rückwärts fahren. Warte. Du fährst erstmal noch gar nicht. Ich muss dir erstmal in der Richtung sagen. Richtung, ist das Richtung Südwesten, muss der Feuerbeschuss hergekommen sein. Richtung Südwesten? Moment, ich steige nochmal. Nee, bleib, wir gucken. Nicht aussteigen, so, nicht aussteigen. Ich gesprungen bin nach rechts, auf der rechten Seite. Und das ist, ich habe ein Fahrzeug, weiß ich nicht, wie ich sitze. Okay, kein Problem. Also ich gucke hier auf Thermal, da liegt einer, den ich vorhin erwischt habe. Fahr mal zurück Richtung... Umdrehen oder rückwärts? Nee, rückwärts. Rückwärts fahren. So wie du bist, rückwärts fahren. Ja, passt. Stopp! Gunner, 235, Kontakt. 235. Genau, Richtung Süd, West. An der Blechhütte, guck davor. Ja, tut mir leid, da musstest du den Arsch von dem Panzer drehen. Okay. Chance, da ist der Arsch. Stück zurück. Weiter. Stopp! Das unten? Ja, stopp. Ich sehen. Ich komme nicht runter mit der Kamera. Okay, Stück zurück. Okay, Stopp, Fahrer Richtung 198. Fahrer Richtung 198, vorwärts. Genau zwischen die Fahrt, zwischen die Häuser. Fahrer Richtung 195. Vorwärts. 5 Grad rechts. 5 Grad rechts. Ah, da sind Weapon Caches. Und so. Okay, stopp. Richtung 018. Langsam vorwärts. Gunner Richtung Blechhütte. Hinter der Blechhütte ist auf jeden Fall wer. Und im Haus dann definitiv auch. Ah, der ist ins Haus reingerannt. Im Haus sind definitiv... Stopp! Rein... genau da. Hast du ihn? Nee. Da ist er. Ja, genau. Fahrer, Stückchen weiter vor. Weiter. Stopp! Zurück. 2 Meter. Stopp. Noch 1 Meter. Stopp. Stehen bleiben. Gunner 283. Boden. 283 auf Bodenhöhe. Als ob. Nee, jetzt hast du. Stopp. Hasse. Da waren aber mehr als einer. Ja, ich weiß, du hast mindestens 2 erwischt. Noch 1/2 Meter vorwärts fahren? Stopp. Aber waren okay. Da war doch bestimmt auch unsere Geisel drin, oder?
Eventuell. Die war im Haus. Im Hey Betzke, schau mal voraus. Kann ich aussteigen? Richtung 184 hat es zwei Bäume. Richtung 184? Yep. Ja. Der rechte Baum, was ist dort am Boden? Da bewegt sich was. Hier nichts, nur Bäume. Sehe ich okay. auch nicht. Ich würde jetzt sagen, wir laden die Verletzten ein und verschwinden und... Ja, ein bisschen zurückfahren und dann kann ich sie einladen vielleicht. Commander? Ach, ich sehe sie. Okay, die sind... ich sehe zwei Personen von uns Richtung 020. Das heißt, Fahrer Richtung 352. 352. Genau. No. Stückchen vorwärts und dann stopp, bevor es wieder runter geht. Naja, hier liegen drei Mann. Stopp. Einer im Haus und zwei hier draußen. Gunner drin bleiben. Ja, was ist mit dem Fahrer? Sollte auch du bist ja noch Medic. Ja, der Medic, der kann auch noch mit raus. Vielleicht kann man was gucken. Der Gunner, das Haus, wo wir gerade reingefeuert haben, im Blick behalten. Kanal 1, oder? Copy. Ja, alle auf Kanal 1. Alle auf Kanal 1 jetzt. Am kleinen Haus. Einer von denen ist aufgewacht. Ihr habt eine Munitionskiste oder irgendetwas? Ja, lasst die Munitionskisten sein. Kümmert euch erstmal um unsere Verletzten. Oder Toten, je nachdem. Ich bin wach. Ich verarzte mich gerade. Copy. Ja, ich will kurz Torso und Kopf verbinden. Ja, ich glaube, wir haben wahrscheinlich die Geisel mit erwischt. Einladen und Behandlung, bitte so was. Nötig, ich habe auch mit dem MG den Objektivradiat draufgehalten. Ah. Die Geisel befand sich hier genau vor uns in dem Haus, wo die Weapon-Caches davor sind, ne? Wo die zuerst drin war. Max ist im Fall. Okay, ich glaube, wir haben die Geisel mit erwischt bei dem ganzen Tuhuwa-Burat. Miami ist drin. Ich checke noch schnell die Geisel. Zu zweit. Miami ist drin. Beim Haus da, links zum Fahrzeug. Da. Geisel mitnehmen. Geisel mitnehmen, wenn möglich. Lebt die Geisel noch? Lebt die noch oder ist sie down? Sekund, hab ich gemacht. Nochmal wiederholen bitte. Okay, Geisel ist befreit, wir kommen zurück. Copy, wenn die Geisel verladen ist, Geisel bleibt zurück. Copy, Geisel okay, bleibt zurück. Der ganz heil. Fahrer sitzt. Ja, warte mal, ist die Geisel tot? Wir nehmen die trotzdem mit, das ist einer von uns. Die Geisel lebt, aber sie bleibt. Ach so, okay, alles klar. Sorry, Copy, habe ich nicht gehört. In dem, warte. In dem Gebäude, hinter dem Weapon Case, bitte dort noch clear nicht, dass da noch eine zweite Geisel war. Bei dem einen war es nicht sicher, ob der eine... Das Gebäude auf 209. Da war einer, der sah vielleicht aus, als ob der unsere Uniform anhatte. Quasi ohne die Rüstung drüber. Miami ist draußen. Komm noch. Ja. Jolly noch mit. Welches Gebäude? Richtung 205. Bei dem Weapon Cache, linke Tür. Copy. Die Weapon Cache. Die zwei Türen. Wenn die das Haus gekleidet haben auf der Seite, will ich das da waren so viele Leute drin, als dass sie das gekleidet hatten.
Alle tot hier, viele Leute tot. Bestätige, dass ich keine Geisel darunter befand. Bestätige alles, bewaffnete Leute. Okay, alles klar. Einmal in die Weapon Cache gucken, damit wir wissen, was wir da drin haben, damit ich das weitergeben kann an Papa Bär. Sprengsätze, 5 Gewehre, Maschinengewehr, Raketenwerfer, Rakete, Totemannschalter, Granaten, RPGs, Flugabwehr. Melden und fragen, was zerstören. Okay, alles klar. Gut, wenn ihr soweit ansonsten noch ganz klar beisammen seid, wir haben hier noch einen Geländepunkt, den wir noch nicht geklärt haben, ne? Ein Haus. Dürfte ich darauf aufmerksam machen, dass wir zwei blutende Kameraden im Fahrzeug haben? Achso, die bluten immer noch so vor sich hin, ne? Genau. Die sehen auch so verschlagen aus, da das Gebiet. Wir sollten uns um die kümmern. Okay, alles klar, denn alle einsteigen. Wir ziehen uns erstmal zu den Windmühlen zurück und verarzten denn alles. Seid ihr alle drin? Sind alle drin? Junior drin. Junior, bist du drin? Ja, aber eine. Ja, das macht ja nichts. Bei mir hängen zwei. Das sind die Toten. Okay, wir fahren erstmal zurück zu den Windkraftwerken, verarzen dort und währenddessen spreche ich mal kurz mit Papa Bär. Papa Bär vor Ghost One. Papa Bär. Das Camp ist jetzt soweit gesäubert. Wir ziehen uns zu den Windkrafträdern zurück und verarzten unsere Verwundeten. Wir haben drei Weapon Crates mit Sprengstoff und Waffen gefunden. Sehr gute Arbeit. Ist auch das Gebäude im Nordosten geklärt? Gebäude im Nordosten ist noch nicht geklärt. Wir ziehen uns trotzdem erstmal zurück, um die Verwundeten zu versorgen. Okay, das Gebäude bitte auch noch clearen und noch nach Auffälligkeiten untersuchen. Dann seid ihr für heute entlassen. Okay, unsere Rückendeckung, wir sind hier im Bereich unserer Rückendeckung, die ist schon da. Machst du das, wenn die da drin sind? Außen haben wir Rückendeckung, unser zweites Team ist jetzt da. So, wenn wir alle verartet sind, müssen wir nochmal rein und dieses eine Haus, was ich meinte, ich hab's gewusst, das müssen wir noch klären. Wie nimmt man die Patienten raus? An den Ohren ziehen. Kann Ersatzreifen und Kanister wegnehmen. Ich warte nur darauf, dass einer sagt, Kontakt, Fahrzeug voraus, Leute, Feuer frei. Ist schon klar, dass man eine begrenzte Menge Blut hat. Meinst du den Panzer? Ja. Bist du so feuerfrei? Das muss nicht wahr sein, ey. Ruhe, sonst lassen wir euch hier liegen. Okay, Fahrer, hast du noch irgendwie Blutkonserven dabei? Bodenteam, braucht ihr noch Blutkonserven? Allerdings, ich brauche eine Menge, ich sehe nur noch schwarz-weiß. Okay, wir gucken mal, was wir bei uns haben und teilen noch so ein bisschen. Ab, Blutspenden gehen. Miami, ja, ich brauche auf jeden Fall, ja. Ja, ich nehme zwei. Max, du funkst die ganze Zeit, ne? Brauchst du nicht. Ich habe keine mehr. Ich hab keinen mehr. Okay, hast du noch irgendwie Blut bei dir drinne? Nee, wa? Was hab ich jetzt bekommen? Blut? Miami redet nicht mehr mit uns. Miami, hörst du mich? Ja, hör dich. Hast du noch Blut? Bist du gerade draußen? Ja, ne? Ja. Schauen wir an. Okay, wie sieht's aus bei euch mit Blutkonserven? Ja, soll ich anfordern? Nein. Ich lasse ihn erstmal machen. Der ist da voll am Machen und Tun, glaube ich.
Uiuiui, hätten wir vielleicht sogar noch ein bisschen schneller haben können, aber dann wäre wahrscheinlich alles an Geiseln da drin tot. Garantiert ist irgendwas in diesem Shithaus, das letzte, was wir da hatten, da ist garantiert noch irgendeine Kleinigkeit. Ja, wie immer. Wahrscheinlich ein General oder so, den sie schon vermissen. Du, wieso sind hier jetzt auf einmal zwei Schützenpanzer? Eigentlich könnte man sich's ja jetzt angucken und die Verstärkung den Rest machen lassen. Ja, aber ich glaube, das macht Papa Bär nicht. Dann ziehen wir da halt nochmal schnell rein, steigen alle raus, clearen. Dann haben wir alle nochmal kurz Action. Dieses andere Team seinen Panzer komplett verlassen hat, der wird jetzt kühler. Dann könnten wir uns einen unbeschädigten und noch voll aufmunitionierten Panzer von denen klauen. Ja, wir fahren eh nur noch zurück und dann wird er ausblenden, denke ich mal. Wir werden nicht mehr zurückfahren. Glaube ich nicht. Guck mal, wie spät es ist. So, welches Haus und? War zu klären? Ich schalte schon mal auf die... Also geht nur, weil das Fahrzeug kalt ist, dass es nicht das Leben drin ist. Reingelaufen. Stimmt auch. Das war keine gute Idee, da hinzurennen. Okay, Celsius, Status Fahrzeuges, Hülle und linke Räder sind beschädigt. Copy, kriegen wir hin, sind wir die ganze Zeit mit dir fahren. Ja, aber ich dachte, dass irgendwie ein bisschen nach links. Ah, okay. Noch rechts, wir können wahrscheinlich auch noch hier Reifenwechsel machen, aber das zieht sich denn. Das andere rechts. Ich könnte es versuchen. Ja, genau. Also einen Reifen könnte ich abnehmen. Soll ich mal schauen? Ich weiß nicht, ob ich ihn wieder dran kriege. Mach erstmal einen. Nee, lass erstmal die da draußen machen. Wieso kann man jetzt hier mit diesem AGM tatsächlich am Fahrzeug rumschrauben, ja? Ja, genau, du kannst alles Mögliche, du kannst Helikopter wieder reparieren und Fahrzeuge reparieren. Genau wie am Patienten kannst du auch am Fahrzeug in das Medic-System anwenden. Ah ja, wusste ich nicht. Das ist nicht schlecht. Ich weiß nicht, dass du ein Toolbox brauchst oder nicht. Na, zum Radwechseln vielleicht nicht, aber... Ein Rad kriegt man bestimmt auch ohne Schraubenschlüssel. Machen wir jetzt noch was oder hören wir jetzt auf? Na, wir wollen noch dieses eine Haus klären. Alle versorgt, seid ihr soweit? Dann fahren wir nochmal rein und das eine Haus, da hat Papa Bär unbedingt drum gebeten, dass wir das noch klären. Aber ich würde sagen, lasst sie alle einsteigen, wir fahren ran bis ans Haus. Hab ich ja gesagt, alle einsteigen. Alle reinsteigen, wenn ihr versorgt seid. Seid ihr versorgt? Ja, alle versorgt. Na dann rein, dann fahren wir das Haus da ran und dann clearen wir das Ding und dann machen wir hier Tschüss. Also los. So ist die Fahrzeug. Max ist drin. Johnny und der Doc auch. Okay, alle drin, dann geht's los. Richtung... Achso, Richtung 050... Du bist zwischendurch echt leise, dass ich dich nur durch Zufall manchmal gehört habe. Ja, ich muss ein neues Headset nehmen. Der Mikrofon fällt immer runter. 074? Das Problem hatte ich ja früher auch, dass mit meinem alten Mikro das alles ein bisschen schwerer war. Ja, das ist so lose und dann... Zwischen den Bäumen da, die Mauer so ein bisschen links lassen oder kommst du hier irgendwie dran vorbei? Ja, genau, das ist gut. Jetzt links. Innenhof. So, welches ist das zu Stopp. Clearende Gebäude? Stopp. Warte mal, das zu clearende Gebäude ist jetzt auf 050 hinter dem Tactical hier oder ehemals Tactical. Fahr mal ein Stückchen zurück. Diese kleine Hütte hier? Nee. Nee, dahinter. Stopp. Ah, ja. Genau, nicht reinholzen. Wer weiß, was da drinnen ist? Ich hab da eben eine Thermalsignatur gehabt. Ja. Okay, dann fahren wir mal dich da ran, zwischen an der Mülltonne vorbei. Direkt hinter der Tür steht jemand, das sehe ich. Welches Haus? Welches Haus? Das linke oder das rechte? Ja, jetzt ist wieder hier irgendwas anderes da. Ja, stopp. Genau auf die, jetzt, auf jetzt beide Häuser vorwärts. Was ist das hier? 065 vorwärts. Ja, 065, da stand eben einer hinter der Tür. Okay. Stopp. Stopp. Ich weiß nicht, oder... Das ist aber dumm, so ein bisschen Vorwärtsmusik. Okay, Gunner, hast du jetzt freie Sicht? Ja, aber das kann auch eine Geisel sein, nicht einfach schießen. Ja, nee, nicht einfach schießen, alles klar. Und zwar,
Wir klären erstmal das große Gebäude und wir behalten das kleine im Blick. Alles klar? Gunner, aufs kleine Gebäude. Ja, ich guck nur einmal einen Rundumblick. Ja, ich halt aufs kleine. Okay, Infanterie absetzen, linke Seite, großes zweistöckiges Gebäude clearen. Wir behalten das kleine Gebäude erstmal im Blick. Copy. Das große Zweistöckige hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gut reingehalten. Ja. Mach mal hier mal einen Left Stack, nee, einen Right Stack. Da. Und. Okay, und unten ist hier. Geisel im Raum, Achtung! Ah, cool, eine Geisel. Sie hat's überlebt. Okay. Sind hier noch weitere Räume, Jolly, oder können wir hochgehen? Ich bin noch nicht drin, aber ich glaube, dass. Guck. Ja. Ist nur ein einzelner Mann hier, wir können. Okay, dann gehen wir erstmal langsam die Treppe hoch. Nicht langsam. Ich glaube, die Geiseln. Immer stürmen und Vollautomatik. Ich glaube, die Geiseln hat er nachträglich eingeführt, okay, nachdem wir gefragt haben, ob wir es einfach mit der Hauptkanone zusammenschießen dürfen. Das kann gut sein. Ja, vor allem, wir haben die erste Geisel, die lebendig gefunden wurde. Die ist sicher nachträglich eingefügt worden. Definitiv, weil ich habe da so mit MG und auch mit der. Oh, das war. Beschuss aus dem kleinen Haus. Down. Ja, hier war. Stopp, einer, warte. Down. Und jetzt ist die Geisel dort im kleinen Haus auch down. Ja, wenn kein klares Ziel ist, dann nicht reinholzen. Ich hab auf die Anlage Beschuss aus dem kleinen Haus reagiert. Ja, immer, wenn Zivilisten nee, oder Geisel da sein könnte. Der kleine Haus, er kam vom großen Haus auf das kleine Haus. Achso. Weil die Schüsse gingen in der. Achso, wir sind durch. Alles klar. Wir haben einen Granatenbeschuss von irgendwo her. Granatenbeschuss? Nö. Kommandante? Ja, hören euch. Sehen nix. Jetzt kommt wieder raus. Bestätige. Oh, von den Hügeln im Nordwesten. Beschuss von Copy. Den Hügeln im Nordwesten. Fahrzeug zurück, Fahrzeug zurück, 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 Fahrzeug zurück, Fahrzeug zurück, 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 zurück. Weiter. Wir haben keine Granaten hier, das ist scheiße. Da werden okay. Granaten zu viel. Johnny und Doc, geht ihr runter? Junior und ich bleiben oben. Wird eingenebelt hier. Naja. So, jetzt so oben die Hügelkette im Auge behalten. Ich kann nicht mehr zurück. Okay, Stückchen nach, was ist denn das hier? Richtung 298. Du bist gegen ein Haus gefahren. Okay, kannst du leiten. 298. 261. Und geradeaus weiter. Wir versuchen hier außen zu clearen, was uns hier beschossen hat. Wir können einfach mal durch. Das ist hinter dem Haus, das ist nur östlich des Hauses. Ja, ja, ja. Und zwar müssen wir jetzt Richtung 90. Was ist das hier? Nee, Quatsch. Richtung 325. So in die Richtung müsste der Gunner ein bisschen gucken. Fahrer Richtung 250 okay, fahren. Rein. In welche Richtung soll ich gucken, deiner Meinung nach? Richtung 310. So grob diese Richtung da. Fahrer, was habe ich dir gesagt? 250. Copy. Versuch dich da irgendwie so ein bisschen durchzuschlagen. Bodenteam, wie schaut's bei euch aus? Wir versuchen hier irgendwie rauszukriegen, woher es kam. Nichts, nur Bäume. Das ist keine gute Idee. Bodenteam, seid ihr noch am Leben? Ja, Gegner erledigt. Hier unten Erdgeschoss. Copy. Seid ihr schon im kleinen Gebäude oder noch im großen? Gleich hätte ich uns empfehlen. Wir sind noch im großen, ja, zweistöckigen Gebäude. Okay. Copy. Stopp. Gegner Richtung 052. Stopp! Gegner okay, Richtung 052. Stopp! Gegner Richtung 052. Okay, also. Lebt er noch? Fahrer, stopp! Ich hab das Gefühl, das war nur der. Fahrer, stopp! Du fährst immer noch! Ja, ich hab gefragt, ob du weißt, dass wir uns entfernen. Du hast ja gesagt. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, stopp, mehrfach. Das habe ich nie gehört. Wo seid ihr jetzt?
Wir haben... Moment. Ja, ich sehe den Motor. Der ist auf 065. Der liegt da noch. Vielleicht Kanal weg. Heißt, ich habe auf dem Kanal. Wir hören euch. Wir hören euch. Kein Problem. Aber an das ist es Stopp. Habe ich nie gehört. Ich habe mehrfach Stopp gerufen. Ich habe hier halt auf 0... Ja, 0, geht, ja. Hast du das Stopp gehört, dass man das mehrfach gerufen hat? Nee. Ja. Wow.